Ladies and Gentlemen, da sind wir. Da sind wir, die kleinen Gute-Laune-Boys von Twitch. Guck mal, da bin ich. Alter, ich sehe aus wie ein fucking Kürbis. Ja. Du siehst aus wie ein beschissener Neonazi. Reini, wie geht's mit der Chemo voran? Alles gut? Meine Eltern sind an Krebs gestorben, du Pisser. Oh, Alter, nach an. Nein, mir geht's gut. Ich werde hier nach und nach ein bisschen gebraten, weil mir durch meine Loftfenster die Sonne in die Fresse scheint. Den Humor mit der Mumu hätte ich auch noch holen können. Guck mal, hier oben, da hängt auch das Bild, was unsere Hörerin, warte mal, ich muss mir den Finger drauf zeigen, jetzt habe ich mir ins Gesicht gekratzt. Das, was ich jetzt bei Twitch sehe, nee, da, meine Hand, genau, die geht niedriger, niedriger. Das hat einen Zeitverzug, du Vollfuchs. Ja, aber so viel? Ja. Okay, da ist das Bild, das unsere Hörerin uns geschenkt hat. Also, weißt du das mit Otto ist ein Meerschweinchen und so. Da hängt das, da habe ich es hingehängt. Und weißt du, was da drunter hängt, Reini? Du weißt, was da drunter hängt. Alter, wie creepy jetzt diese blöde Katze ins Bild kommt. Ja, was hängt da drunter? Da drunter hängt mein Universitätsdiplom, weil ich das wirklich allen zeigen möchte. Das ist sehr wichtig für mich. Ich habe heute, also wenn ich mal nach rechts gucke, ehrlich gesagt, meine Promotionsurkunde liegt gerade in einem Bilderrahmen auf dem Wäschekorb. Da sind zwei ganz besonders stolz darauf, was sie so geschafft haben im Leben. Ja. Ach, egal. Meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Oh, ich moderiere das schon so Kai Pflaume-mäßig an. Meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Kai Pflaume ist übrigens ein großer Streamer, das wissen viele nicht. Das ist kein Witz. Ich war mal bei einer Fernsehshow hier mit Elton und Hohecker und so. Und ich meine, Kai Pflaume, wie alt ist der? Der ist ja der Gandalf der deutschen Unterhaltung. Der ist mindestens 700 Jahre alt, sieht unglaublich gut aus. Und Kai Pflaume hat dann nachher mit mir in seinem Büro gestanden und hat mir was von Videospielstreamern erzählt über Twitch. Und das war eine etwas surreale Situation, weil er gefühlt 30 Jahre älter ist. Und dann sagte der Bieldorfer, ah, Twitch, das ist das, wovon der Reinhard auch immer erzählt und wo ich immer alles technisch-mäßig verkacke. Richtig, genau, das habe ich zu Kai Pflaume gesagt. Und dann habe ich davon erzählt, was für ein hässlicher Bastard du bist, Reini. Ich habe ihm auch Fotos gezeigt. Ich habe gesagt, guck mal, hier ist der Reini in hässlich, nochmal in hässlich, noch einige Male in hässlich. So. Wir wurden übrigens gerade gelobt, dass wir diesmal gut vorbereitet sind. Und ja, warte ab, Kollege. Wir sind gut vorbereitet. Naja. Das wunderschöne Intro, das ihr gerade gesehen und gehört habt, das haben wir dem lieben Alvin von den Rocket Beans zu verdanken, der uns das freundlicherweise zusammengebastelt hat. In der Version, wie es gerade war, eigentlich für unsere Live-Show, aber wir haben das jetzt auch mal vor den, Stream und so heißt das, gebastelt. Du bist genau. Im Internet. Welches Headset nutzen wir? Ich versuche diesmal auf den Chat zu achten, weil meine liebe Frau, die unter dem wundervollen Namen Specksaft sonst im Chat unterwegs ist. Specksaft? Ja, ich glaube, es ist Specksaft. Die ist gerade nicht da. Das ist ein bisschen widerlich, Reini. Oh nein, ich mag, also Bacon. Du magst Specksaft? Ja, Bacon. Es wurde gerade gefragt, was für Headsets wir benutzen. Das ist ein Beyer Dynamic DT297, das sogenannte Tim Pritlove Gedächtnis Headset. Das ist ein relativ hochwertiges Headset, das der Herr Bielendorfer nicht wertschätzt. Man sieht es auch daran, dass sein Popschutz fehlt und das Ding so in der Ecke rumliegt. Ich habe es ihm mal geschenkt. Weißt du, was du eben, was hast du nochmal gesagt? Aus audiophiler Sicht ist mein anderes Headset leider nicht geeignet. Nee, aus Audioqualität, also von der Qualität her ist dein anderes Headset Rotz. Ich bin viel leiser als du im Vergleich, wird da geschrieben. Ich kann dich lauter machen. Weil das, was ich sage, so, jetzt bist du lauter. Ist ja im Zweifelsfall auch einfach wichtiger. Da muss man realistisch sein. Dich kann man ja eigentlich komplett muten. Es reicht ja einfach, wenn man deinen komischen Eierkopf sieht. Reini, ich habe mich langsam dran gewöhnt. Jetzt kriegst du ja so wirklich, weißt du, wie du aussiehst? Wie ein fetter Jimmy Somerville. Kennst du noch Jimmy Somerville? Nein. Wer ist Jimmy Somerville? Ein homosexueller englischer Musiker, der besonders in den 80er Jahren einen großen Hit hatte. Der mir aber nicht mehr Hometown Boy oder so, ich weiß nicht mehr. Jedenfalls, der hat in seiner Kastratstimme gesungen. So, und so siehst du ein bisschen aus, wie Jimmy Somerville nach einer Methadonkur oder so. Ah, schön.
Bayer Dynamics, da schreiben die Leute. Es irritiert mich wirklich, dass ich die ganze Zeit deinen Eierkopf in Verzögerung sehe. Hast du gerade das Headset? Das Problem, ich sehe ja immer dich erst 5 Sekunden später, wie du dich mit deinem Mittelfinger am Öhrchen kratzt. Du könntest auch einfach wir haben ja nebenbei einen Skype-Call laufen, wo das Bild abgegriffen wird, das wir gerade von dir sehen. Du könntest einfach da drauf gucken, weil das ist in Echtzeit. So halbwegs. Ach, das ist dann wieder in Echtzeit? Ja, das ist in Echtzeit. Aber da sehe ich dich ja nicht. Falls ihr euch wundert, falls der Herr Bielendorfer eine halbe Millisekunde nicht synchron sein sollte, liegt das daran, dass wir seinen Ton von Studio Link nehmen, was aus Audioqualitätsaspekten deutlich besser ist. Und deshalb und das Bild von fucking Skype kommt. Aber egal, das sind technische Details. Diesmal läuft die ganze Scheiße. Noch. Ja. So. Reini, was spielen wir heute Schönes? Wir spielen heute zuerst eine Runde You Don't Know Jack. Ach, echt? Ja. Und dann Ich hatte diese Woche eine Reise in unsere Jugend. Also in meine zumindest. Du hast ja masturbierend im Hobbykeller deiner Eltern gesessen. Da, aber darf ich noch ganz kurz, ich möchte, da fragt noch mal jemand was zum Headset. Ja, damit kann man zocken. Nein, man braucht ein Audio-Interface und viel zu teuer, um das zum Zocken zu benutzen. Deshalb kotzt es mich auch so an, dass der Bielendorfer das mit Füßen tritt. Das war's, weil du es mir, glaube ich, geschenkt hast. Ja, habe ich, du dummes Pissgesicht. Aber ich bin ja auch sehr großzügig zu dir. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber ich wiege, ich vergleiche. Du ja wiegst, nicht. Ich wiege. Obwohl, das hat mir letztens, ich habe letztens Dave Chappelle gesehen, der eine Comedian, amerikanischer Comedian, und der hat hat 3 Tipps gegeben, wie Beziehungen besser funktionieren. Und sein erster Tipp war, don't count. Also zählt nicht, was der andere für euch getan hat und vergleicht es mit dem, was ihr für den anderen tun würdet. Das ist immer tödlich. Ah, das ist eine ganz miese Idee. Sowas sollte man generell nicht machen. Ja, aber das macht man automatisch, oder? Also, ich mache das ständig. Ständig. Ich habe mich ständig dabei ertappt, wie ich gucke, so, jetzt habe ich das dritte Mal die Spülmaschine aufgeräumt, die Olle wieder nicht und so. Ich bin da ganz fürchtig. Ich bin so ganz pedantisch. Ganz ätzend. Ich gar nicht. Also mache ich wirklich überhaupt nicht. Ist mir halt egal. Ja, weil du stumpf bist. Ja. Weißt du? Die Spülmaschine könnte vor Dreck einfach aus der Wohnung rauslaufen. Das wäre dir egal, Reini. Daran liegt's ja. Plus, dass ich, warte mal, der zweite Tipp war Cheat. Den fand ich auch gut. Also die Beziehung funktioniert gut, wenn man nicht zählt und wenn man zwischendurch seine Partnerin bescheißt. Das funktioniert sehr gut. Daran halten wir uns aber nicht. Wir sind ja keine Cheater, Reini. Auch nicht bei Videospielen. Du hast gesagt, wir haben, ich wollte dir erzählen, Reise in die Jugend. Ich habe mir auf meinem PC mit viel Bimsbams und Umständen Tony Hawk's Pro Skater 2 installiert. Es gab's nicht, also da kommt ja demnächst ein komplettes Remake von, ne? Aber gab's da nicht auch so eine HD-Version, irgendwie so Remake-mäßig nochmal was? Es gab einen 5. Teil, der ist vor 3 Jahren erschienen, der war fürchterlich, der ist fürchterlich in den Arsch gefahren. Und der Witz ist, den kannst du heute bei Steam reduziert kaufen, der hat aber eine Always-On-Funktion, also du musst die ganze Zeit online sein, die Server sind aber abgeschaltet worden. Du kannst dir also das Spiel kaufen, musst aber im Menü bleiben. Absolut. Tony Hawk ist ja eine der Spielserien, die sie wirklich komplett gegen die Wand gefahren haben. Da gab es vor mittlerweile, glaube ich, 8, 9 Jahren mal dieses Tony Hawk Ride, wo man dazu, zu dem Spiel, dann so ein, das war so der große, weißt du, da gab es so eine Zeit, da wurden ganz viele Gimmicks zu Videospielen ausgegeben. Guitar Hero war groß und so. Und bei Tony Hawk haben sie dann wirklich ein richtiges Plastik-Skateboard dazugelegt. Problem war, das Ding war gequillte Scheiße. Es hat überhaupt nicht funktioniert. Ich habe da 2-mal drauf gestanden. Ich habe natürlich hier eins rumliegen, weil ich ein Nerd bin. Und es ist einfach absolut unmöglich. Ding, du kannst es nicht spielen. Ding, du kannst es nicht spielen damit. Man sollte das quasi auf den Teppich legen, sich draufstellen und dann quasi so Olli und sonst was damit machen. Ne? Genau. Und das geht halt, also es ist einfach völlig random. Du kannst einfach den Controller nehmen, den 3-mal an die Wand werfen, dann ist das Ergebnis exakt das gleiche. Also es bringt nichts. Ich habe die ersten 3 Teile bis zum Erbrechen gespielt. Bei uns in der WG haben wir die auch bis, also da konnte man diese geilen Contests, so Esel und sowas, oder hier Horse, dieses Horse. Der Donkey. Oder Donkey. Der Donkey, man konnte ja auch ein Wort definieren, also so Pissgesicht. Wirklich geliebt und der zweite Teil war der, den ich mit Abstand am meisten gespielt habe. Also den habe ich gespielt bis zum Umfallen. Ja, ich auch mit dem, der Flughafen war geil.
Der Flughafen, ja, obwohl die erste Map mich sofort getriggert hat, die in dieser Fabrikhalle, wo der Helikopter absteigt. Wenn du über den Helikopter fliegst grindest, dann steigt er ab und auf einmal geht so ein Tor auf. Und das Krasse ist, ich habe das wirklich seit 15 Jahren nicht mehr am Start gehabt. 15 Jahre lang nicht mehr angehabt. Und ich kannte noch jeden einzelnen Spot, der Geheimnisse hat und so. Also es war wirklich geil. Ich wusste wirklich sofort, wo ich lang musste. Ich wusste sofort, wo ich jetzt irgendwie geheime Zeichen einsammle und so und wo ich lang grinden kann und so. Mega geil. Also, warum ist Basti ein Rich Kid? Was, die Headsets an der Wand. Ja, der Basti ist ein Rich Kid. Ja, so sieht's aus. Das Problem ist so, die sind alle scheiße. Das ist nicht wahr. Da ist unter anderem. Und du kannst dein Headset nicht bedienen. Du hast keinen Popschutz. Es hängt ungefähr hier unten, anstatt hier, wo es hängen sollte. Deshalb ist deine Lautstärke auch immer so mal laut, mal leise. So, guck mal, ich biege es hoch. Jetzt ist es gut. Ist es besser? Ja, vielleicht. Weiß ich noch nicht. Sehen wir gleich. Der Soundtrack, da schreibt gerade jemand, Toni, Soundtrack, der Soundtrack wäre exzellent, das stimmt. Und das Krasse war, dass ich auf 40% oder 50% der Bands, die dort spielen, also Millencolin, Lagwagon, Rage etc., war ich auf Konzerten und habe die damals am laufenden Stück gehört. Und der Soundtrack ist heute noch geil. Und das Problem ist, ich glaube, wenn die das jetzt, die remaken das jetzt und die kriegen aber die Rechte nicht mehr an allen Songs, was ein bisschen ätzend ist. So. Ich habe es tatsächlich auch geliebt. Also hast du hier Highscore? Also es gab ja mal Ziele, die man, also das Hidden Tape und so weiter. Mhm. Highscore, womit hast du den immer geholt in der Map? Ich habe früher immer geglaubt, den müsstest du holen, indem du in der Ramp auf und ab fährst und geile Moves machst. Und irgendwann checkst du, dass es einfach nur, dass du den mit Abstand krassesten Highscore fahren kannst, wenn du grindest. Dann runterspringst, ein Goofy machst, also weiterhin in dem Trick bleibst und dann auf die nächsten Grind gehst. Und die richtigen Profis, also ich war wirklich mal relativ gut da drin. So mittlerweile, gestern bin ich echt hart abgekackt. Das Höchste, was ich erreicht habe, war so 200.000 oder so. Die Profis machen ein paar Millionen. Aber wenn du das spielst, dann schaffst du es halt wirklich, also wenn du es einigermaßen gut machst, dass du einen Trick durch die komplette Map ziehst. Und dafür kriegst du dann richtig, richtig viel Punkte. Die Sprungtricks und so, die kann man machen, aber am Ende grinden dann, ich glaube, es heißt Goofy, ich weiß nicht mehr, oder Nolly oder so. Also, dass man aus dem Grind runterspringt und dann weiterhin auf dem Board durch Manual die Map grinden. Manual, genau. Man kann nämlich auch, rutsch mal mit deinem Stuhl einen Ticken nach links. Anderes links, dein links. So, noch ein Stück. Sehr schön. Jetzt bist du wieder mittig im Bild. Manuals mit, ach Gott, ich hasse dich, ich hasse das. Egal. Mit Manuals. Weil ich die Kamera umgeordnet habe, nachdem du mir gesagt hast, dass ich so im Bild bleibe. Geil, ne? Okay, ist egal. Ist deine Unfähigkeit, nicht meine. So. Manuals. Du konntest Manuals auch machen. Dreh die Kamera mal weg, zur Seite, warte, andere Seite, andere Seite. Da war nämlich ein Bild deiner Frau. Oh. Und du willst, ah, du die andere Seite. Und du willst diesen Tag überleben. Das vergesst ihr alle wieder. Schön, dass du darauf hinweist. Ja, was soll ich denn machen? Das ist ein Bild meiner Frau. Oh ja. ist aber auch hübsch. Boah, ist das warm hier drin. Weil deine Selbstherrlichkeit. Manuals. Nein, weil ich diese scheiß großen Fenster habe, wo die fucking Sonne den ganzen Tag reinscheint. Oh. Und dann auch noch die Luftfeuchtigkeit, die der Whirlpool den ganzen Tag erzeugt. Das ist unerträglich. Oh. Wann kommen endlich wieder die Sklaven? Sind sie noch auf dem Feld? Du bist so ein Pisser, Reinhard Remford, ey. Weißt du, du kleines Kellerkind aus Essen-Altendorf beschwert sich über seine großen Fenster, ey. Fixer. Aber man muss sagen, Reinhard wohnt wirklich, ich wohne jämmerlich. Es ist wirklich jämmerlich, diese 300 Quadratmeter in Köln-Mitte mit einer Dachterrasse mit Blick auf den Kölner Dom, direkt am Rhein. Jämmerlich, wirklich jämmerlich. Du hast den Balkon vergessen, ich habe einen Balkon auch noch auf den Rhein. Aber das ist ja alles, ist ja kostenlos. Ich wohne hier kostenlos, ein lieber Hörer hat mir das zur Verfügung gestellt. So ein bisschen wie bei, habe ich letztens gelesen, Gottfried Wendehals hat auch immer bei, genau wie Gunter Gabriel, gerne bei Fans gepennt. Weil wenn du irgendwann so richtig, Reini, wenn wir mal so richtig abgefuckt sind und irgendwie ein Kassenunternehmen am Hals haben, ja. Hatte ich ja jetzt gerade auch schon. dann können wir in Zukunft bei unseren Fans, schreibt doch einfach mal in den Chat, wenn ihr mal Bock habt, dass wir einfach bei euch pennen.
der Reini kommt gerne rum, der macht dann da auch, weiß nicht, putzt auch durch. Lesungen, oder? Ich kann Lesungen machen. Wollte ich eh demnächst mal. Mega. Ja, ich habe mir überlegt, ich mache auf Twitch demnächst eine Lesung von meinem Buch. Ich habe sonst nichts Besseres zu tun. Ist das Maß an Beschäftigungslosigkeit wirklich so hoch angekommen, dass du jetzt Videospiele... Nein, das kannst du ja machen, ist ja top. Ja, also, ja. Das haben mir Leute ja wirklich schon oft angeboten, ne? Dass ich bei ihnen schlafen könnte. Und so, wenn ich auf Tour bin. Und dann denke ich immer, das ist mega nett. Aber würdet ihr bei jemandem, den ihr noch nie gesehen habt, einfach so auf der Couch pennen? Also ich jetzt persönlich eher nicht. Ich würde mir da auch doof vorkommen, auch wenn die Leute es gerne wollen. Ich muss übrigens ganz kurz zu der Schufa-Story erzählen. Sich haben sich ja zwei Leute gemeldet bei mir. Nicht nur zwei, es haben sich, glaube ich, 7 oder 8 Leute aus der Telekom gemeldet. Ich bin ja Schufa-Basti. Und D und J, ein Pärchen, die bei der Telekom arbeiten, haben sich darum persönlich gekümmert. Und ich kann nicht mehr dankbarer sein. Also die waren echt der Hammer. Die haben mir heute noch mitgeteilt, dass das alles, mein Schufa-Eintrag wird gelöscht, alles toppi. Das ist schon sehr cool irgendwie. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Hm. Reini, hast du gerade getippt? Ja, ich habe gerade getippt, weil jemand gefragt hat, ob ich mal Anno weiterspielen kann. Ja, mache ich, wenn die Prüfungsphase um ist und ich mehr Zeit habe. So. Hörst du mir verdammt nochmal zu? Ich habe dir zugehört. Als wenn dein schmales Pisshirn in der Lage wäre. Ja, du bist multitaskingfähig, Reini. Manchmal stehst du wahrscheinlich vorm Klo und pinkeln und bist dir in die Hose, weil du nicht gleichzeitig denken und die Hose aufmachen kannst. Du bist ein Penner. Ja, egal, Reini. So, dann spielen wir jetzt You Don't Know Jack. Das habe ich damals auch gespielt, bis ja. Geht nicht mehr. So, warte das mal. War, für die, die es nicht kennen, das war wirklich mit Abstand das geilste Quizspiel der 90er Jahre. Auf 3 oder 4 CDs ausgeliefert und sehr, sehr lustig. Für damalige Verhältnisse auch von der Optik und Sound her und so. Aber jetzt bestimmt nicht mehr mit Sprecher, oder? Die haben den Sprecher nicht, Reini. Doch, mit allem drum und dran. Ernsthaft? Ja, mit allem drum und dran. Warte mal, ich muss mal kurz meinen Namen eintippen. Wir können, warte mal, heute ist, oh, wir können die nächste Episode Spoiler, da haben wir ja über Wrestling gesprochen. Ein bisschen. Und haben uns gegenseitig Wrestling-Namen gegeben. Was hast du mir für einen Namen gegeben? Komm. Warte mal, ich tippe ihn mal ein. Warte mal, wie war das nochmal? Boah, ich weiß es aber gar nicht mehr. Inked? Inked as fucker. Inked as fucker. So, ja, find ich gut. So, warte mal, ich schreibe dir mal kurz als Nachricht die ID von dem Spiel. Aha. Sehe ich das? Achso, und ich muss dir noch die Adresse ist de. Du musst ein Browserfenster öffnen. Also man kann nämlich You Don't Know Jack, den ersten Teil auf Deutsch, fast komplett im Webbrowser spielen. Super geil. Wirklich super geil. Okay. Wie ist die Adresse jetzt genau? DE. DE. Ja, es fängt an mit DE. Für Deutsch. Dann, aber www. Nein, ohne www. Einfach nur DE. YDKJ. Also You Don't Know Jack. Ja. .eu. Solche Adressen gibt's? Oh, ja. Wahrhaftig. Okay. Und jetzt, was muss ich jetzt machen? Jetzt kannst du da eine Zahl eintragen, die ich dir gerade als Nachricht geschickt habe. 64? Also. So, und dann kannst du in mein Spiel kommen. Okay. Go. So. Ist Englisch? Nein, ist Deutsch. Ist die deutsche Version, deshalb das DE am Anfang der Domain. So, jetzt kannst du dir noch den Namen geben. Session has closed, please retire. Hä? Es hat zu lang gedauert. So, nochmal. Warte, hier kriegst du die passende Zahl. So, dann tippe ich schon mal meinen Namen ein. So. Wir haben diesmal weniger Zuschauer als letztes Mal, Reini. Da haben ja, ein paar Leute gelohnt. Ja, warum wohl? Weil letztes Mal die Technik so hart gefuckt hat. Oder weil der Tag ein falscher ist. So, tippst du bitte noch bei Your Name deinen Wrestler-Namen ein. The Spitting Snake. So, wir spielen 21 Fragen. Ja. Und Sissy Snake Shit. Auch schon. Ah, da, Spitting Snake. So.
Start Game. Boah, die Perspektive, ne? Ich sehe aus. So, warte mal, ich muss mich mal. Warte mal, ich fahre mich mal runter, ist noch besser. Warte. Du wirst eh jetzt gleich kleiner, weil. So, nee, das war das Falsche. Das ist die bessere Perspektive auf mein Gesicht. So, jetzt machen wir das Ganze hier noch in den Fullscreen. Kann ich überhaupt nicht popeln jetzt. Und hoffen, dass uns nicht die Ohren wegfliegen. Waiting for players. Stopp, da steht Mobile User, please touch ja, the screen. Ja, klick einmal dahin. Ich hab grad schon meinen Monitor befummelt. Trivial Pursuit, TM. Kann uns Ey, ist genauso gut wie früher. Ist großartig, oder? Und hier ist sie wieder, die Quizshow, bei der Hochkultur und Popkultur aufeinanderprallen. Herzlich willkommen bei You Don't Know Jack. Wie Sie haben wir heute zwei Kandidaten. So, und jetzt will ich mal was sehen, aber bitte keine Unterlaufenaktionen unter der Gürtellinie. So. Das ist geil. Okay, als erstes kriegen Sie ein bisschen Munition von mir. Für die von euch, die es nicht kennen, also großartiges Spiel aus den 90ern, es ist wundervoll. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihr Gegner mal überhaupt keinen Durchstieg hat, dann nur kein falsches Mitleid. Nageln Sie ihn. Drücken Sie zuerst Ihren Buchstaben und dann das ist voll die Reise, ey. Ist geil, oder? Ja, wirklich mega geil. Okay, alle Mann bereit? Gekämmt und angeschnallt? Gut, dann kann's ja losgehen. Ja, so. Kannst 1, du wählen? Ja, ich darf. Tierversuche und schlechtes Karma. Vielleicht zählt eben doch die Länge. Naja. da brauche ich gar nicht weiterlesen. Das haben die für dich ausgesucht. Vielleicht zählt eben doch die Länge. Na, das könnte eine D-Mark. D-Mark ist geil, ne? Ja, und jetzt kommt eine Penisfrage. Würden folgende Säugetiere die durchschnittliche Länge ihrer Penisse in erigiertem Zustand vergleichen, welches hätte dann den kürzesten? Zeigen Sie uns, was Sie drauf haben, Kandidat 2. Der Gorilla bringt's auf ganze 5 cm. King Kong, dass ich nicht lache. Der Basti weiß Bescheid. Ja. Komisch, dass du Wie nicht Wie viele davon hast du schon belutscht? Heißer Sex und flüssige Roboter. Boah, das Spiel ist genau unser Niveau, oder? Ja, mega. Wir dürfen gar nichts anderes schreiben. Heißer Sex und flüssige Roboter. 2000 Merkel gibt es für die richtige Antwort. So, und damit wir das Rechnen nicht verlernen, Bescheid, eine kleine Aufgabe für Sie. Regisseur von Terminator 1 und 2 plus erotische... Sie kennen die Antwort, Kandidat 2? James Cameron und das Decameron Jetzt war ich abgelenkt mit Ton. Das Spitting Snake klingt dich hart, Das Spitting Snake kann gleich noch richtig ablosen. Ja, das wollen wir mal sehen. Okay, Kandidat 2, wählen Sie eine Kategorie. Oh, eine Otti-Frage. Oh, Reini, ey, das ist so geil. Ist Hammer, ne? Die aktuelle Kategorie. Kann Hammer. Der auch Sitz machen? 3000 Mark zahlen wir für die richtige Antwort. Mark, wie hieß das Tierchen, das ich Ihnen jetzt beschreibe? Es war das Haustier einer TV-Familie, in der der Vater aussah wie Frankensteins Monster. Der Großvater... Ja, das Haustier der Monsters hieß Spot und war ein feuerspeiender Drache. Geil, ne? Ja. Die Monsters wollten ihn eigentlich im Vorgarten halten, aber der Postbote war dagegen. Das ist das Problem, du sollst nicht gegen jemanden antreten. Ja, 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 zwei, ja, ja. Halleluja, gesegnet sei die Frage 4. Und jetzt Halleluja. Körpergeruch und lustige Reini, Tiergeschichten. Komm, und 3000 Mark gibt es für die richtige Antwort. Okay, bereit? Hier ist die Frage. Parfum enthält oft den wohlriechenden Duftstoff A. Sie kennen ihn? Aus Potwal. Verfettungen im Darm des Pottwals. Das ist nicht schön. Schatz, du riechst umwerfend. Danke, Liebling, ist mein neues Parfum. Ach, die Walfischkacke. Damit die Leute jetzt Kandidat auch mal sehen, Kandidat 2, wie sieht's aus? Fragen. Dumme Trivia ist halt Bierdorfer Stärke. So, wird dir gleich in Luft gehen. Fick dich doch. Alte Frau, jetzt das Problem. Traumhaft gewählt, Kandidat 2. Kandidat 1, lehnen Sie sich zurück, denn für Kandidat 2 heißt es jetzt Sekt oder Selters. Und hier die Kategorie für diese Sekt- oder Selters-Frage. TV-Aliens und das Periodensystem. So, ich lese Ihnen jetzt 7 Namen vor. Und ich möchte, dass Sie mir von jedem Einzelnen sagen, ist es der Name des Heimatplaneten eines TV-Helden, ein Edelgas oder trifft beides zu? Falls der auftauchende Name der eines Heimatplaneten eines TV-Helden ist, drücken Sie die 1. Falls es der Name eines Edelgases Reini? Ist, drücken ja. Sie die 2. Man hört euch kaum noch im Vergleich zum Spiel schreiben. Geht. Wenn Sie den Begriff dann machen wir das Spiel wollen, leiser und uns lauter. Jede richtige Antwort bringt Ihnen 500 Mark.
Für jeden falsch und jeden gar nicht zugeordneten Begriff ziehe ich Ihnen 500 ab. So, Sie haben 30 Sekunden Zeit. Wir stellen die Uhr. Und es geht los. Argon. Helium. Vulkan. Krypton. Melmac. Radon. Letzter Begriff. Neon. Ah, das war viel zu einfach. Nur einmal daneben gehauen, das kann sich sehen lassen. Und weiter zur nächsten Frage. Spielt Reini noch mit? Jetzt gerade nicht, dabei durfte ich nicht mitspielen. Das war eine Solo-Runde. Reini, hast du. Wie ist nochmal dein Kontostand die bisher? Die folgende Frage läuft unter der Kategorie Null. Bart Simpson an die Macht. 2000 Merker gibt es für die richtige Antwort. Liest du die Frage eigentlich bereit? Zu Ende oder drückst hier du einfach so? Angenommen, Homer Simpson wird Bundespräsident und sagt sich, Wahl hin. Zeigen Sie uns, wo es lang geht, Kandidat 1. Oh, komm. Oh Gott, nein, bist du Botulismus dumm. Mein Gott. Angenehm, verglichen mit Botulinumtoxin, Relativismus, du Vollidiot. Ist das ne... Ah. So ein Scheiß weiß ich nicht. Kandidat... Ja. Nein. Was? Klug scheißen und dann daneben hauen. Yay! Das wäre mir jetzt peinlich. Gott, wäre mir das peinlich. Boah, geil. Du bist richtig schön knallrot. Komm. Boah, Reini, Alter, warum haben wir das noch nie gespielt? Ist das geil. Ich hab's heute erst gefunden. Das ist Hammer, oder? 3000 Mark. Und hier ist die Frage. Für welchen Kaviar würde sich ein Insektenforscher vermutlich am meisten interessieren? Für irakischen Kaviar, für mexikanischen Kaviar, für Kontaktanzeigen-Kaviar oder für... Ja, Kandidat 1. Ernsthaft? Kandidat 2. Für mexikanischen Kaviar. Ach, fuck. Der wird gut geraten. Aus Insektenlarven gewonnen. Da haben sie sich selbst ins Bein geschossen, Kandidat 1. Wie kann man denn einen nageln, du Penner? Erst deinen Buchstaben drücken und dann N. Ah. Okay, Kandidat 2. Welche Kategorie darf sein? Du bist immer noch bei 0, ne, du Lutscher? Nein, ich bin bei minus 2000. Und diese Frage fällt unter die Kategorie... Aber mit Stil. Und das Übersinnliche. Und das Schöne, jemand hat das mitgeschnitten gerade. Ey, fick dich, du hast das nicht, du blöder Witz. Angenommen, einer Mutter hätte die Kräfte, die Haselnussholz zugeschrieben werden. Was könnte man damit machen? Verborgene Schätze orten, Golfbälle... Oh nein, das... Scheiße! Man könnte... Ja, Wünschelroten sind doch Haselnussholz. So ein Scheiß, weil... Warum? Und das wäre sehr praktisch, um die klebrigen Waffelreste aus dem Mund zu kriegen. Basti braucht Hilfe beim Nageln. Auch sehr schön. Ich glaube, man könnte einen ganzen Stream nur mit dem Scheiß machen. Ja, das ist super, ey. Menschen und die NASA. Und Reini, wie viele Leute können da mitspielen? 4, glaube ich, maximal. Angenommen, der Yeti wäre kurz vor den Menschen auf dem Mond gelandet und hätte aus reiner Albernheit einen Fußabdruck dort hinterlassen, um die amerikanischen Astronauten ordentlich zu erschrecken. Wie lange könnte der Yeti damit rechnen, dass sein Fußabdruck auf dem... Ja, Kandidat 2. 10 Millionen Jahre. Ah, es war zu einfach. Ist das wirklich so? Ja, da ist keine Atmosphäre. Ja klar, aber warum dann nicht 100 Millionen Jahre? Irgendwann Asteroiden, sonst was weiß ich. Oder sehr, sehr, nee, eigentlich gar keine Atmosphäre. Und das ist die Kategorie Drogen und andere Abhängigkeiten. Und dafür gibt es 2000 Mark. Erinnern Sie sich an den Film French Connection 2, in dem Nein. Gina ja, als Polizist Popeye Doyle heroinabhängig gemacht wird? Popeye Stellen Doyle. Sie sich einen weiteren Film aus dieser Reihe vor. Der gute alte Popeye wird darin nicht heroinabhängig, sondern Herero-abhängig gemacht. Wonach wird er süchtig? Nach südwestafrikanischen Eingeborenen Doppelstab... Ja. Ach, fuck. Dann, komm, jetzt ist es aber... Die Herero sind ein südwestafrikanischer Bantu-Stamm.
Natürlich. Natürlich. Westafrikanischer Bantu-Stadt. Natürlich. Die immer ihre Söhne zu den nächsten Nachfolgern machen. Ja. Jetzt gibt's neue Nägel. Vorsicht, lang und spitz. Boah, ich bin verliebt, ey. Und jetzt nicht nachlassen, ja? In Runde 2 verdoppeln wir nämlich die Einsätze. Das heißt, es kann mehr Geld gewonnen, aber auch mehr verloren werden. Kandidat 2, wie sieht's aus? Ja. Ich dachte, vielleicht hast du eine Chance. Ja. Und Reini, wie steht's? Kategorie für diese Frage. Physik in der Disco. 2000 Merkel gibt es für die richtige Antwort. Angenommen, Ihr Physiklehrer ist Bee Gees Fan und benutzt die Band als Demonstrationsobjekt. Er erklärt Ihnen, dass der Doppler-Effekt bewirkt, dass die Stimmen der Bee Gees, wenn diese auf Sie zukommen, wie er... Sie haben es in der Hand, Kandidat 1. Höher als normal. Ey, ohne Scheiß. Aber der Doppler-Effekt macht's möglich. Ich hätt's dir ja... Ja. Kandidat einfacher hätte ich dir Penner ja machen können. Komm. Und dies ist die Kategorie für diese Frage. Planeten auf dem Kinderspielplatz. Die richtige Antwort bringt 4000 Mark. Stellen Sie sich vor, die Sonne und alle Planeten unseres Sonnensystems gehen zusammen auf einen Kinderspielplatz. Wenn die Sonne sich auf eine Wippschaukel setzt, welche Planeten müssen sich auf die andere Seite setzen? Sie kennen die Antwort, Kandidat. Ach, komm. Alle Planeten ist ja geschenkt. Nicht aus, denn die Sonne hält 99% der Masse unseres Sonnensystems. Das ist witzig, meine Frau hockt hier rechts neben. Das überrascht mich kein Stück, Reinhard. Hast du schon wieder einen Zettel bekommen? Nein, noch nicht. Okay, Kandidat 2. Supermärkte. Ey, das ist einfach das beste Spiel, ey. Ja, es ist Hammer, ne? Es gab drei Teile auf Deutsch, glaube ich. Aber leider sind die, also eigentlich müsste davon mal ein neues rauskommen. Ja, das kriegst du heute nicht mehr verkauft. Ah, das ist doch Hammer. Okay, jetzt gut zuhören. Der erste Buchstabe im Alphabet ist das A. Billigware bei Tengelmann heißt A und B. 68 gab es in Deutschland die APO und Lukas war ein Apostel. Aber welches der folgenden ist ein Epistel? Ein Erzbischof? Sie müssen antworten, Kandidat 1. Das ist ein Arsch. Ein Epistel ist ein Brief. Oh nein. Wer hat ein Latinum? Gratuliere, Ich auch. Aber ich hätte es auch nicht gewusst. Spieler 1 ist Reinhard. Und The Spitting Snake ist Basti. Okay, Kandidat 1, welche Kategorie? Und Basti fickt den Reini. Nee, jetzt. Na, no, Periodensystem ist doch klar. Oh, Du bist so low. Nimm was anderes. Hallo, das ist doch TV Alien Spy. Du bist so low. Sie haben jetzt Sendepause, denn für Kandidat 1 eine Solo-Runde. Jetzt eine Runde Sekt oder Seltas. Oh, Sekt oder Seltas? Daran erinnere ich mich noch. Das hattest du gerade. Ah ja, deswegen erinnere ich mich. Und ich möchte, dass Sie mir von jedem Einzelnen sagen, ist es der Name des Heimatplaneten. Das spielst du jetzt alleine? Ein Edelgas oder trifft beides zu? Falls der Heimatplaneten eines TV-Helden ist, drücken Sie die 1. Falls es der Name eines Edelgas jetzt kommt das Gleiche? Ist, drücken Sie die 2. Wenn es nee, bei dir waren es... Bei mir war es genau um das Gleiche. Um einen Begriff auszulassen, drücken Sie die 4. Jede richtige Antwort war's bei dir TV? Das wäre aber ein bisschen... Oder bei dir ein Superhelden, oder? Nee, aber... Ich glaube, das ist ernsthaft das Gleiche. Das ist ja doof. Warten mal ab. Wenn Argon das Erste ist, ist genau das Gleiche. Und es geht los. Argon. Ha! Du Pisser. Oh, das ist aber sehr schwer. Sehr schwer. Vulkan. Daran erinnere ich mich nämlich. Ach, verdammt. Was? Bist du dämlich? Du hast den gleichen Fehler wie ich gemacht? Du bist so dumm. Du bist so unfassbar dumm. Das ist schade. Eigentlich sollte sich das nicht du wiederholen. Du hast den gleichen Fehler gemacht. Eigentlich sollte sich das nicht wiederholen, aber das ist, glaube ich, dieser Online-Version geschuldet. Ja. Bitte nicht dran rumfingern. Achso, egal. Und die Kategorie lautet Archäologie und berühmte erste Worte. 2000 Merkel gibt es für die richtige Antwort. Mark, sind Sie bequem? Ey, ist dann das geil. Losgehen. Angenommen, das Schliemann hätte nicht Troja, sondern das kleine uns allen wohlbekannte. Ah. Zeigen Sie uns, was Sie drauf haben, Kandidat 2. Ja, aber Moment, ich sehe sicherheitshalber nochmal nach. Nein, oh. Doch nicht. Scheiße.
Scheiße. Das ist eine gute Frage. Wo liegen denn die Vogesen oder die Bretagne? Ich habe keine Ahnung. Komm. Ich glaube, es ist in der Bretagne. Nein, das kleine und ach, Dorf bist du dämlich? Die Pfalz gehörte mal zu Frankreich. Hä? Ja, aber es geht doch um Asterix und Obelix, ja, oder nicht? Tja, wenn Sie Asterix mit etwas mehr Aufmerksamkeit gelesen hätten, dann Bretagne hätten Sie das getippt. Hätte in der Bretagne graben müssen. Dort hätte er auch die Knochen von Asterix und Obelix gefunden, die wahrscheinlich irgendwann daran gestorben sind, dass ihre Abenteuer immer langweiliger wurden. Da schreibt wurden jemand, dass die Leute mit Heatmap-Add-on mitraten können. Kandidat 1, ah, eine Kategorie. Das können wir fürs nächste Mal versuchen einzurichten. Potenzialkontrollen in der Höhenpforte. Spaß im Mittelalter. Komm. Das mit der Heatmap können wir mal versuchen einzurichten fürs nächste Mal. Das könnte Herr Bielendorfer ja übernehmen. Und hier die Kategorie. Ja, ich habe ja auch Zeit für sowas. Ja. Wenn Sie richtig antworten, gibt's 4000 Mark. Okay, ich Hunger. Bereit? Hier ist die Frage. Mulder und Scully aus Akte X bekommen als Polizeihund. Ach, ich war zu langsam. Er hat drei Köpfe. Na, Harry Potter gelesen? Oh ja, dafür muss man Harry Potter gelesen. Nein, Schulbildung genossen, du dreckiger Hauptschüler. Ja, Schulbildung genossen. Cerberus, der dreiköpfige Hund. Die Renaissance ist die Wiedergeburt der. Du Fixer. Sag. Oh, ist das geil. Und die Kategorie wäre Konfusion auf der Enterprise. Und dafür gibt es 6000 Mark. Stellen Sie sich folgende Szene aus Raumschiff Enterprise vor. Captain Kirk und Pavel Chekhov haben nach einem Sieg über die Klingonen etwas zu tief ins Glas geschaut, wodurch die Enterprise etwas vom Kurs abgekommen ist. Captain Kirk bittet Mr. Spock, die Position der Enterprise im Dekalogbuch nachzusehen. Spock, Sie kennen die Antwort, Kandidat 2? Ja. Ach, ich hasse dich. Du hast doch noch Glück gehabt. Glück? Ja. Ich war früher schon gefürchtet, okay, in dem Spiel. Ich bin einfach gut in sowas. Ich bin mal bei einem Kneipenquiz rausgeflogen, weil ich alles wusste. Für die richtige Antwort zahlen wir Ihnen 6000 deutsche Märker. Okay, Finger aufs Knöpfchen, hier kommt die Frage. Angenommen, Ihr Kumpel Wolf möchte Ihnen zeigen, was er auf dem Gebiet der Lykanthropie drauf hat. Was sollten Sie sich vorher für alle Fälle zulegen? Ja. Sie kennen die Antwort, Kandidat. Komm. Eine Pistole, ja, und Silberkugeln. Geschenkt. Lykanthropie. Werwolfskunde. Lykanthropie, ja, ist die Wahnvorstellung, in einen Werwolf verwandelt zu sein. Aber irgendwie auch doof, weil es ja in der Fragestellung oben schon drin ist. Ja, aber das ist häufiger so. Das war. Was schade ist, bei Teil 2 gab es noch die total unmögliche Frage, die wirklich, wirklich schwer war. Sie sich eine Kategorie aus. Wie ist schön. Und das ist die Kategorie historische Schmierereien. 6000 Mark gibt's für die richtige Antwort. Okay, Gehirn einschalten, hier kommt die Frage. Bedenkt man, wann die chinesische Mauer gebaut wurde, wie hätte der allererste Graffiti-Spruch darauf... Sie kennen die Antwort, Kandidat 2? Ach, ich kann dich nicht mehr nageln. Fuck. Ah, ja, das mit dem Nageln hatte er in Bielendorfer wohl. Nein, Marco Polo war's erst viel later hier. Ist jetzt die Frage, probiere ich's jetzt? Ja, komm, du feiges Schwein. Los, mach. Los ab. Den Buchstaben zuerst. Sie haben's in der Hand. Als die chinesische Mauer um 200 vor Christus gebaut wurde, war Hannibal gerade mit seinen Elefanten auf dem Weg über die Alpen. Scheiße. Und wie ich Hannibal kenne, war es eine weise Entscheidung von unserem Sprayer, bis nach China zu fahren, um diesen Spruch zu reißen. Ey, das ist immer noch geil. Ja. Oh, oh, eins, bitte, eins, bitte, bitte. Oh. Ah, das ist die letzte, hey, ne? Vorletzte. Nee, die letzte vor der Jack Attack. Und hier unsere Kategorie. Tom Cruise und antike Sexualpraktiken. 4000 Merker gibt's für die richtige Antwort. Ey, ich würde sofort das kofinanzieren, wenn es das nochmal gäbe. Ich auch. Und wollen nun nichts unversucht lassen, ihn sich bei dieser Gelegenheit zu angeln. Wenn Sie dazu die Methode anwenden wollen, mit der Kleopatra damals... Sie kennen die Antwort, Kandidat 2? Das hätten Sie vielleicht bei Bernhard Schimek versuchen sollen. Was? Scheiße! Echt? Kandidat 1, das ist Ihre Chance! Ja komm, du Penner, das ja, ist ja einfach. Ja, 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 ja. Das ist einfach? Ja, also es eigentlich geht nur eins, Reinhard. Nein, komm. Schokolade gab's noch nicht und ein Krokodil einnähen, jetzt mal ehrlich.
Es ist in einen Teppich einwickeln. Ja, die beiden anderen sahen wären nicht möglich gewesen. Die hat in Milch gebadet, da kann die auch in Schokolade baden. Es gab keine Schokolade. Wie Milky Way. Ich liebe dieses Spiel. Oh, Reini, ey, ich komme mir gerade vor, als wäre ich 15, ey. Wir können nächstes Mal Tony Hawk gegeneinander spielen. Okay, nach dem Satz möchte ich bitte, dass du einmal beide Hände über den Tisch nimmst. Drücken Sie Ihren Buchstaben. 2000 oh. Mark, wenn sie richtig liegen. 2000 Miese, wenn sie falsch tippen. Aber das Allerwichtigste ist... Oh. Ist das geil, die Spur ist der Clou. Ich erinnere mich an alles, Reini. Was ist denn im Chat los? Da schreibt keiner mehr. Na, was bringt ihr denn da? Was? Hä? Ach so, ah. Ich hab da Abend Brot gelesen. Ja, aber was... Was soll man denn jetzt machen, hä? Die Spur ist der Clou. Ja und? Was heißt das? Hä? Reini, sag mir sofort, wie das scheiß Spiel geht. Ja, du hast doch. Nein. Hä? Warum denn nicht? Geschenke. Oh, fuck. Ja, bei Weihnachten doch auch, oder nicht? UPS, nix. Zerstörung. Na. Spitting Snake hat wieder zugeschlagen. Empfängnisverhütungsausschuss. Nein. Zerstörung. Hä? Ja. Warum denn nicht schönes Wetter? Der Endstand. Der Endstand. Reini, das wird jetzt bitter für dich, du Bastard. Oh, so bitter ist das gar nicht. 23 gegen 16.000. Hä? Wann hast du denn noch 16.000 geholt? Willst du mich verarschen? In der zweiten Runde. Du hast die ganze Zeit mal abgekackt, du Scheißhaufen. Ja, da sieht man mal, wie schlecht du warst. Das gibt's doch gegen nicht, jemanden, Alter. Der durchgehen, nur ich hab 15.000 geführt oder so. Du hast doch da irgendwie irgendeinen Knopf gedrückt. Da hast du wohl am Ende richtig, richtig hart geloost, oder? Ja, besonders, weil ich nicht wusste, wie man das Finalspiel spielt. Das ja. Ein kleiner Vorteil. Für mich so, warte. Das Finalspiel ich stelle jetzt einfach die ganze Zeit hier hin. Das ist eine Fixer. So, jetzt kommt mal. So, die steht jetzt die ganze Zeit nur für dich da die Hand. Ja, Reini, ich weiß nicht. Das war lustig. Es ist die Frage, wollen wir noch eine Runde spielen oder wollen wir das andere, was du für heute rausgesucht hattest? Menschen sind da online, die können uns das ja schreiben. Wollt ihr noch eine oder noch? Oder wie sieht's aus? Ja, genau. Wir fragen einfach mal den Chat. Chat, möchtet ihr noch eine? Ich sehe einmal noch eine Runde, nochmal. Spielt dasselbe Spiel nochmal! Okay. Ja, das ist relativ mal, eindeutig. Ja. das andere Spiel wäre We Were Here Together. Ja. Oder Keep Talking and Nobody Explodes. Reinhard muss eine Bombe entschärfen und ich muss ihm beschreiben, wie das geht. Wobei sich die Leute gerade auch Portal gewünscht haben. Portal können wir auch nochmal spielen. Das hast du Pisser doch wieder nicht installiert, Reinhard. Doch, natürlich, aber nicht heute, weil das haben wir nicht getestet. Das können wir beim nächsten Mal machen. Okay. So, noch eine Runde? Wollen wir der Community die Möglichkeit geben, mitzuspielen, Reini? Ja, komm, können wir machen. Du musst mir aber vorher den Code schicken, sodass ich auf jeden Fall mitspiele, sonst ist es irgendwie lächerlich. Aber ja. Gut. Back to the main page, oder was muss ich machen? Wir werden, Reinhard sagt die Zahl und ihr müsst euch einloggen im richtigen Moment. Ja, dafür muss ich erstmal kurz hier, warte mal, so, damit die Leute die Zahl nicht sehen. New Game. Die Adresse ist übrigens de.ydkj.eu. Warte, ich poste die einmal in den Chat. Dann spielt man mit, dann versucht man den Basti Bielendorfer zu schlagen. Viel Spaß, ihr Pisser. So. Dann, das müssen wir jetzt relativ schnell machen, damit die Session nicht wieder abgelaufen ist. Was für ein widerliches Fettgesicht ich habe. Ich kann mich selber überhaupt nicht ertragen. Das ist ein Abstoß. Schön, ne?
Boah, abartig. Diese Selbsterkenntnis. So. Danke, Reini. Ich nehme mir mal einen kürzeren Namen, damit man den besser lesen kann. So. Dann komm mal ins Spiel. Bist du drin? Du bist drin. So, dann kann ich jetzt einmal umschalten. So, dann sagt Reini jetzt die Zahl, dann beeilt euch. Ja, die können die Leute sehen. 2188. Ich hoffe, dass das lange genug, also dass schnell genug Leute da sind. Ah, da ist einer. Ach, guck mal. Okay, warte. Das sind jetzt 50. Das ist einer, gut. Aber ich glaube, es geht nur einer. Also ich glaube, es geht nur zu dritt in der Version. Oh, ah, Sessions closed. Ah, verdammt, wir waren zu langsam. Verdammt. Fuck. Dann nochmal das Ganze. das macht ja viel Spaß. Wir können nur einen mitspielen lassen? Ja, ich glaube schon. Das ist, also, man kann, sieht ja hier auch ein, zwei oder drei Spieler. Mehr geht in der Version wohl nicht. Okay, dann würde ich sagen, probieren wir das nochmal. Achso, nee, das war jetzt dumm. Hast es direkt in die, du hast direkt ja, in die ja, Chat ja, geschrieben. Ja, du bist so. So kackendämlich. Ich hasse dich. Das nächste Mal machst du die Technik. Ja, Reini, dann findet das hier alles eben halt nicht statt. So, dann sag die Zahl. Ja, die kann ich dir nicht sagen, du Held. So. Warum steht jetzt Players List Loading? Oh Gott, ich glaube, wir haben die Seite kaputt gemacht, weil zu viele Leute da gerade drauf sind. Ich bin da. Ja, bei mir steht Loading. Ich bin auch alleine da. Ja, ich sehe es. Warte, ich muss die Seite nochmal neu laden. So, da bin ich jetzt. Ich schicke dir nochmal die neue Nummer. So. Hast du? Warte. Ja, mach schnell, bevor das wieder... Ja. Mein Gott. So, bin drin, ja. So, dann stellen wir das Ganze... So, ihr müsst euch beeilen. Da ist einer. Springleaf. Okay, und jetzt kommen 700. Was machen wir da, Reini? Keine Ahnung. Warte mal, kann ich noch einen dazu nehmen? Ah, select less players. Nein, und jetzt wieder abgelaufen. Ich könnte kotzen. Ich glaube, das funktioniert nicht. Ja, vielleicht spielen wir doch einfach nur zu zweit. Es tut uns leid, es vielleicht geht leider das, nicht. Machen wir es okay. Nur zu zweit, komm. Tut uns leid. Ja, so, dann kriegst du nochmal die nächste Zahl. Ich hab gerade das Gefühl, als ob ich was überweisen müsste oder meinen Kontostand nachgucke. So, da. Neun, ja. Ich war kurz davor, es laut vorzulesen. So, da bin ich. Und start. Gucken wir mal, ob das nochmal läuft oder ob wir die Seite geplättet haben. Bei mir passiert gerade nichts. Ja, warte, es läuft ein Timer runter. Starting. 5, 4, 3, 2, 1. Game is starting. Ja, es lebt noch. Sehr gut. Ja. Dann, für die, die gerade dazukommen, ist das geil. Ah, da schreibt gerade jemand, ist die Latenz nicht groß genug, dass wir es live zeigen können, ja? Kann sein. Das Halt, hallo, das Hallen liegt aber nicht an mir. Schweier, wie ich sehe. Sehr schön. Willkommen in unserer Show. So, und jetzt will das ich mal was leid. Sehen, aber bitte keine unerlaubten Aktionen unter der Gürtellinie. So, als erstes kriegt jeder mal einen Nagel. Gott. Vorsicht, Kopf weg. Ist mal gut, dass mich Gott mit genannt haben. Ist das so. Wenn eine Frage Reini, du hältst, wird gesagt. Man hat keine Ahnung, wie die Antwort ja, ich habe gelesen, lautet, dass ich halle, aber das kann nicht an meinen Soundeinstellungen liegen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass es bei dir aus irgendeinem Lautsprecher kommt und in dein Mikro nochmal reingeht. Alles klar? Nein, es kommt nirgendwo aus irgendeinem Mikro. Okay, alle Mann bereit? Gekämmt und angeschnallt? Gut, dann kann's ja losgehen. Mehr. So. Neues Spiel, neues Glück. TV-Comic-Con Gnome. Da komme ich. Ja, sicher. Im Jahr 1997. Und eine Kategorie für diese Frage. TV-Komiker und Gnome. Oh, warte 2000 mal. Mark zahlen wir für die richtige Antwort. Aufgepasst, es geht los.
Angenommen, so. Jürgen von der Lippe hat sein. Wir haben kein Bild. Ja, jetzt haben sie Bild. Gnomiker werden. Was? Sie kennen die Antwort, Kandidat 2? Na? Du musst was sagen. Nein, Gott lässt sich maximal von Gnostikern erkennen. Nur ungern von Gnomikern und keinesfalls von Jürgen von der Lippe. Scheiße. Kandidat 1, ist die Frage, ist möchte ich das jetzt noch? Also... Das klang, als wenn du es wüsstest. Ja, ist ja klar. Ja, verdammt. Mich dünkt, der Bielendorfer hat verkackt. Damit dürfte sich der Job für ihn erledigt haben. Ich würde noch nicht so weit auspacken, Reini. Nach der Performance eben. Hallo, da stand Kokain und Tiernamen. Du nimmst Einkaufszentren und Planeten. Im Einkaufszentrum. Und dafür gibt es 2000 Mark. Also dann, los geht's. Oh, ich liebe dieses Spiel, Reini. Einige Planeten wollen losziehen, um sich neue Gürtelschnallen für ihre Asteroidengürtel. Ja? Hä? Kandidat 1? Wer wird nicht mitkommen? Wer hat keinen? Oh nein! Das ist eine gute Frage, wer keinen Asteroidengürtel hat. Die haben nämlich eigentlich fast alle einen. Ich probier's mal Sie mit. Haben's in der Hand, Kandidat. Mars bleibt zu Hause, weil er als einziger der vier keinen Asteroidengürtel hat. Wie ist dein Kontostand? Sich da minus 4000? Oh, das muss richtig wehtun. Okay, ja, das tut richtig weh, weil du scheiße bist und ich gut bin. Hier gebe ich es jetzt richtig rein. Ey. Jetzt komme ich. Nein, jetzt hast du... Und hier die Kategorie für diese Frage. Geheimdienst und Stadtplanung. Für die richtige Antwort gibt es 2000 Mark. Angenommen, okay, Sie wollen Agent werden und kommt eine Lehrstelle bei James Bond. Ihr erster kleiner Einsatz führt Sie nach Japan. Sie sollen als Kurier in Tokio eine Nachricht überbringen. Was macht es Ihnen dort vermutlich schwer, die angegebene Adresse zu finden? Zeigen Sie uns, wo es... Die Hausnummern sind das Problem, denn in Tokio sind die Häuser nach der Reihenfolge der erteilten Baugenehmigung nummeriert. Wusstest du das? Ja, ich wusste das von Freunden, aber ich war mir nicht sicher, ob Straßen Namen sind oder Hausnummern. Es gibt kein System dafür. Gott ist tot. Reini, bei mir zeigt er Waiting for Players an. Halleluja, ah, okay. Jetzt ist er. Die Kategorie ist diesmal Schumi trifft Scotty. Für die richtige Antwort gibt es 2000 Mark. Michael Schumacher und Chefingenieur Scotty von der Enterprise tun sich zusammen, um einen neuen Rennwagen für Schumi zu entwerfen. Wenn das neue Gefährt eine Höchstgeschwindigkeit von Sol 2 erreicht, wie schnell kann Schumis Rennwagen dann fahren? Doppelte Lichtgeschwindigkeit. Kann das sein, dass jetzt alle Fragen auf dich zugeschnitten sind? Ey, das gibt's doch nicht. Gewählt, Kandidat 1. Kandidat 2 zurücktreten bitte, denn jetzt heißt es für Kandidat 1 Sekt oder Selters. Oh, jetzt kann er noch mehr Geld verdienen. Sekt oder Selters Frage. Wie vermehren sich eigentlich Cornflakes? Okay, gut acht geben. Ich lese Ihnen jetzt die Namen von 7 Frühstückscerealien vor. Wir bekommen es nicht hin, alle Nachrichten zu beantworten. Ist auf der Chatfrage gerade jemand. Säugetier abgebildet oder so, nicht? Komm ich? Was? Bei Insta, ob wir alle Nachrichten sehen können. Ja, tun wir, aber wir schaffen es nicht, alle zu beantworten. Nein. Ich kriege ungefähr 50 bis 100 am Tag. Schau wie nicht. Und zum Überspringen eines Begriffs drücken Sie die 4. Oh nein, auch noch Tiere, da weiß ich alles. Säuger oder kein Säuger? Oh Gott. Du bist so dämlich, du kriegst es wieder nicht hin. Okay, 30 Sekunden. Ich zeige in der Webcam immer die Antwort. 1 ist für Säuger, 2 ist für kein Säuger. Und ab geht die Post. Guck nicht auf die Webcam, du Loser. Ist ein Säuger drauf oder nicht? Ach so. Ein Affe. Chombos. Frosch. Was sind denn Chombos? Honey Nut Loops. Kellogg's Cornflakes. Letzter Begriff. Chocos. Es ging um Essen. Was ist denn bei Cornflakes? Was ist denn da drauf? Cornflakes ist ein Hahn drauf. Stimmt, ein Hahn. 11.500, der Schwanzkauer, ey. Oh. Kandidat 1, eine Kategorie bitte. Wir wünschen dir alles Gute mit dem Wagen Nummer 6. So. Ah, oh, macht das Spaß. Hey, da hat jemand geschrieben, mir überlegen.
Ich würde glauben, ich wäre überlegen, obwohl du mich immer abziehst. Ich möchte darauf hinweisen, dass ich die erste Runde haushoch gewonnen habe. Wovon gibt es nicht fünf? Bücher des Moses und der Bibel, Detektive in E-Mail und die Detektive Jahre der ersten Enterprise. Ja, Kandidat 1, Sie müssen ran. Puh. Verdammt, Jim, ich bin Arzt und keine richtige Antwort. Ach, fuck. Dann weiß ich, welches es ist. Zwei, Ihre Frage. Das Pentagon hat fünf Ecken. Hat es? Sie kennen die Antwort. Als ob Sie es gewusst hätten. Ja, verdammt. Es war zwei oder drei und ich habe daneben gelegen. Ach. Kandidat 2. Die große Frage meines Lebens. Was kommt denn jetzt? Ah, wir spielen nur eine 7-Fragen-Runde, weil ich vergessen habe, bei 21 ein Häkchen zu machen. Oh mein Gott, bist du dumm. Wie, jetzt hast du schon gewonnen deswegen? Nein, oder was? Jetzt kommt ja noch die Jack Attack. Ja, aber ich kann doch jetzt nicht mehr 10.000 aufholen. Das habe ich letztes Mal auch gemacht. Nein, hast du nicht. Doch, habe ich. Oh, das ist doch voll unfair. Ich kann doch gar nicht Wir können gleich noch eine machen. Nein, jetzt drücke ich gar nicht. Oh. Manche Begriffe ergeben nur scheinbar. Das Wortpaar muss aber zu diesem Fingerzeig passen. Was soll ich gesagt haben? Check off Attack ist lustig. So, warte mal. Ich sehe nichts, Reinhard. Ich auch nicht. Es ist schwarz. Ah. Entzückend, Baby. Ja, ich wusste es. Scheiße. Ach, Scheiße! Dass du das nicht wusstest als Tracky, du Lusche. Was? Gott. Ja, gut. Okay. Ah. Ficker. Hä? Es war Kojak. Na, verdammt. Ich habe keine Ahnung, wer das gesagt hat. Ich hätte jetzt Mr. Burns gesagt. Zücken, Baby. Ich keine Ahnung. Also ich drück ja gar nichts, ich weiß beide nicht. Okay. Gott ist tot. Verdammt! Ja, Reinhard, herzlichen Glückwunsch, dass du gewonnen hast, nachdem du das Spiel künstlich zerstört hast. Du hast mir gar keine... Hör auf, dich zu freuen, du hässliches Schwein. Mach jetzt eine lange Runde oh, an. Was Sollen wir noch eine? Komm, dann wird das ja, heute der You-Don't-Know-Jack-Stream. Ist mir auch egal, das ist halt You-Don't-Know-Jack-Stream. Gucken wir mal. Ich schönes Fleischwurstbrot machen, ich habe Hunger. Ja, ich auch. Ich bin gleich noch zum Grillen eingeladen. Hä? Wir sind noch bis 11 Uhr im Stream. Bist nein, wir sind nicht bis 11 Uhr im Stream. Doch, wir sind bis 11 Uhr im Stream. Nein, nur weil du jetzt gekränkt bist, sind wir nicht bis 11 Uhr im Stream. Wie lange willst du denn streamen? Weiß nicht, so bis 10 oder so. Was stimmt denn mit dir nicht? Wo willst du denn streamen? Ich brauche die Revenge, du hast recht. Wo gehst du denn? Bei deinem Nachbarn? Ja. Und jetzt hole ich mir mal ganz schnell was zu trinken in der Wie Zeit. Ich den Nachbarn kenne, hat er den krassesten Grill der ganzen Welt, richtig? Er hat einen schönen Grill und ich habe da letztens die besten Spareribs gegessen, die ich außerhalb von Berlin je gegessen habe. Wenn ihr mal nach Berlin kommt, Tony Romas, großartige Rippchen.
So, ich gehe mir mal schnell was zu trinken holen und pinkeln. Bis gleich. Viel Spaß. Hä? Warum gehst du jetzt? Jetzt sitze ich doch hier. Nein, bist du doof? Ja, ich hole mir nur kurz was zu trinken aus dem Kühlschrank. Ich bin in 20 Sekunden wieder da. Du hast gerade gesagt, du gehst pissen. Nein, ich gehe nicht pissen. Ich hole mir nur was zu trinken, damit du nicht zu lange alleine bist. Und ja, ich trage eine Hose. Reini, darüber sind wir alle sehr, sehr dankbar. Ja, denn, dass ich jetzt mal endlich auch mal zu Wort komme, das ist ja auch im Podcast selten so. Das tut mir gut. So, Internet. 518 Menschen schauen mir jetzt dabei zu, wie ich über Reinhards mangelhaftes kleines Glied gucke. Man nennt es auch die Pistazie. Weil es ist wie bei so einer Pistazie, weißt du, du hast diese Schale und dann guckt so ein kleines grünes Köpfchen raus. Das ist Reinhards Glied. So sieht sein Pillemann aus. Sonka würde das unterschreiben. Schade, dass sie nicht hier ist. Sie hat uns auf der Hochzeit mal Fotos davon gezeigt. Wir waren alle schwer beeindruckt und es waren schon großformatige Aufnahmen. Sie hat gesagt, selbst das kann ich abbilden, wie jämmerlich und erklärend winzig das ist. Er trägt eine Hose wie angepasst. Basti, wie geht's mir? Mir geht's gut. Danke, Frau Mopsi. Oh, ihr habt mehr Zuschauer als Dr. Freud. Ich weiß nicht, wer das ist. Basti macht das Spiel mal mit deinem Papa. Was macht Otto? Diese Liebe zwischen euch. Reini ist wieder da mit da seiner Cancer-Frisur. Hallo Reini. Ich fände es ja schön, wenn man den, wenn man You Don't Know Jack pausieren könnte und deinen Vater anrufen. So als Joker. Du. Pause kann man nicht, ne? Nee, Pause geht nicht. Schade, das wäre lustig. Ich könnte ihn wirklich anrufen. So, dass die Beleidigungen mitgeschrieben werden und in den Discord-Bot geladen werden. Ich weiß nicht, was das heißt. Es kommt nicht auf die Größe an, sondern auf die Technik. Das stimmt. Ich habe gerade über deinen Penis gesprochen, den deine Frau die Pistazie nennt, weil dein kleiner Penis sich so aus der Hülle rausschiebt, weißt du? Wie das Nüsschen. Hast du schon mal eine Pekannuss gesehen? Ja. Hart und keiner mag sie. Das passt zu deinem Pimmel. Du musst übrigens in dem Stream nicht alles mit Inhalt führen. Zumindest auf Twitch ist das nicht die Erwartungshaltung. Was ist denn das hier für ein Klugscheißer-Chat? Dann guck doch nicht hin, ey. Der Stream ist doch wie ein Live-Auftritt. Wenig Zuschauer. Ansonsten mit Spenden könnt ihr hier mehr verdienen als mit euren regulären Jobs. Ist das so? Was denn? Was hat jemand geschrieben? Geld? Da hat jemand geschrieben, wir können hier mit Geld verdienen. Reini, mach doch mal an, dass wir mit Geld verdienen. Ja, wie macht man das? Dafür müssten wir so viel streamen, dass wir erstmal den Affiliate-Status, glaube ich, erreichen und später Partner. Dafür müssen wir ein bisschen mehr streamen bei Twitch. Und es wäre auch gut, wenn du dir auch einen Kanal machst, lieber Basti. Ich habe einen Kanal. Ja, dann bespiel ihn, du Pisser. Was soll ich denn darauf machen? Soll ich mich da irgendwie hinstellen im Banjo spielen? Was soll ich denn machen, Reini? Du könntest zum Beispiel was auch. Was trinkst du denn da? Eine Rhabarberschorle? Nee, für deine Prostata? Ich trinke Bilz. Bilz? Was ist denn Bilz? Warte, Moment. So, Bilz. Bärenseele. Das ist eine Bio-Limonade. Oh Gott, bist du gay. Ist eigentlich irgendeiner von. Oh Gott! Oh Gott, was trinke ich hier? Soll ich mal lesen, was hinten draufsteht? Ja, bitte. Der Naturheilkunde Friedrich Eduard Bilz war Lebensreformer, mit Karl May eng befreundet und seinerzeit immer einen Schritt voraus. Schon 1902 wusste der aus Radebeul bei Dresden stammende Urvater der Limonade, wie lecker Limo schmecken sollte. Sie schmeckt besonders gut aus dem speziellen Bilz-Kelchglas. Ach Gott. Ach Gott. Und jetzt? Reini trinkt Schwurbel. Hier steht Naturheilkunde, nicht Homöopathie. Okay. Aber würdet ihr euch das angucken, wenn ich einfach zocken würde und dazu ein bisschen laber? Das würdet ihr euch anschauen? Das ist Twitch. Ich finde so Twitch fürchterlich. Twitch. Ja, ich hasse das. Ich habe mir mal 10 Minuten diesen bärtigen Gronkh da angeguckt. Das hat mich zu Tode gelangweilt. Da sitzt einer, guckt auf seinen Bildschirm, macht nichts. Und dann so, oh ja, jetzt so hier, da ist ein Baum. Verstehe nicht. Aber gut, wenn ihr euch das angucken wollt, warum nicht? Ich spiele nämlich gerade, ich habe mir ein paar Sachen runtergeladen. Also Last of Us ist ja PlayStation. Aber ja. Hör mal, ich habe jetzt hier zum Beispiel, ich wollte mal Max Payne 3 wieder durchspielen. Das habe ich schon mal durchgespielt. Oder einfach ihr guckt mir beim Tony Hawk Skater spielen zu. Ist auch lustig. Ach ja, warum nicht? Ich wollte tatsächlich die Kampagne von Anno noch zu Ende spielen. Das werde ich auch noch machen. Brauche ich denn dann auch diesen ganzen Kram, den du da bei dir aufgebaut hast, Reini? Oder? Kommt drauf an, wenn du von der Konsole zocken willst, dann brauchst du auf jeden Fall eine Capture Card. Ansonsten reicht dein Gaming-PC und es empfiehlt sich sehr, 2 Monitore zu haben, damit du auf einem dein Spiel hast und auf dem anderen diese ganze Streaming-Scheiße läuft.
Ich habe sogar drei. Ja, perfekt. Und ein schönes Gimmick ist dann noch, wenn man so etwas hat, so etwas hier. Oh, das Kabel ist zu kurz, ich kann es nicht ins Bild. Doch, so halbwegs da. Elgato Stream Deck. Sehr schön, um zwischen den Szenen hin und her zu schalten. Und welche Szenen denn? Beispielsweise das und das. Da musst du nicht im Programm rumklicken, sondern kannst während du zockst einfach mit einem Knopfdruck halt zwischen Szenen umschalten. Du kannst die Alerts an- und ausmachen. Du kannst Musik abspielen. Du kannst, Overwatch, ja. Dann könnt ihr mal gucken, was für eine Moira so. Ich spiele. Ja. Meine Moira ist exzellent. Da bin ich Platinum. Könntest du zum Beispiel, also Google mal OBS, liest zwei Tutorials und versuch das mal an den Start zu bringen. Oh, Tutorials lesen. Oh, jetzt dann guck dir ein raus. Fucking YouTube-Video an. Muss arbeiten. Oh, von der PS4 kannst du wohl auch so streamen. Das geht wohl übers, über die Software der PS4. Okay. Dann mache ich das mal, wenn ihr euch die Scheiße angucken wollt. Ihr seid ja doof. Also, warum nicht? Ja gut, dann Reini, dann machen wir jetzt noch eine Runde You Don't Know, Jack? Ja, würde ich sagen. Dann probieren wir das einfach mal so. Play Game. Die Nummer ist 8334. Mal gucken, ob das Lag reicht. Da bist du. Wir spielen 21 Fragen und wir starten das Spiel. Offensichtlich reicht's. Nein, reicht nicht. Nee, die Leute sind da, aber ich muss sie ja nicht einladen. Ha! Ihr seid so süß. Reini, deine Mutter ist doof. Was? Was? Basti, meine Mutter ist tot, nicht doof. Was für eine Frechheit. Reini bringt Basti Technik wieder, als wenn ich mit meinen Eltern rede. Ihr seid so mega. Ich hatte letztens ja so eine Fragerunde, wo ich beantwortet habe, wie ich zu dir stehe, ne? Oh, echt? Willst du noch mal vorlesen, was ich über dich gesagt habe? Das finde ich jetzt nicht mehr. Nee, The Last of Us möchte ich für mich alleine spielen. Da habe ich keinen Bock, dass mir da einer... Will ja auch nicht labern dabei. Nee, das geht mir auch so. Also es gibt so manche Spiele, die will man einfach alleine zocken. Und andere Spiele, da eignet sich das zusammenzuspielen. Ich habe sogar überlegt, noch mal wieder WoW zu spielen. Und das zu streamen. So, zurück zu You Don't Know Jack. Hast du Angst? Bisschen. Siehst du den hier? Der hat dich besiegt. Dieser Finger hat dich besiegt. So. Ein gelber Fickfinger. Alles klar? So, sitzen alle bequem? Dann kann's losgehen. Vielleicht mache ich das gleich einfach mit Overwatch. Okay, Kandidat 2, wählen Sie eine Kategorie. Die Frage 1. Yeah. Und dies ist die Kategorie für diese Frage. Tierversuche und schlechtes Karma. Und 3000 Mark gibt es für die richtige Antwort. Okay, Gehirn. So, jetzt besorge ich's dir. Hier kommt die Frage. Sagen wir mal, Sie sind ein Seestern und ich reiße Ihnen nur so zum Spaß einen Arm samt einem Teil Ihrer Scheibe raus und schmeiße ihn wieder ins Meer. Was werden Sie tun? Aus dem Arm eine neue... Sie kennen die Antwort, Kandidat 2? Sie bilden einen neuen Seestern aus dem abgetrennten Arm. Das können die. Unfassbar. Wahnsinn. Und wenn Sie schlau sind, kommen Sie dann aus dem Wasser und rechnen mit mir ab. Da möchte man mal eine Orgie sehen, oder? Ein Kategorie-Kandidat. Allein die Kategorien Untote und die christliche Seefahrt. Untote und die christliche Seefahrt. 2000 Mark ist unser Angebot für die richtige Ich sag Antwort. Gleich, wie mein Twitch-Kanal heißt, weil ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich habe darauf noch nie irgendwas gemacht. Angenommen, Bild würde die Story von Richard Wagners Fliegendem Holländer bringen. Wie könnte die Schlagzeile? Ja, Kandidat 1. Hä? Hast du einfach gedrückt, du Blödmann? Genau, oder noch besser, verrückter Showmaster löscht Kontostand aus. Ach, verdammt. Kandidat 2, Ihre Frage. Sie kennen die Antwort, Kandidat 2? Der fliegende Holländer kann erst sterben, als Kapitänstochter Senta sich aus Liebe für ihn ins Meer stürzt. Verdammt. Ach, Gott ist wieder da. Das ist Gotteslästerung. Sie sind dran, Kandidat 2. Eine Kategorie bitte. Wir waren
Da in der zweiten Kategorie ging es um Orgien. Als wenn du je eine gesehen hättest, du Lusche. Gesehen schon. Im 16. Jahrhundert. 3000 Mark. Okay, gesehen bereit? Schon einige. Hätten die folgenden Schauspieler zu Shakespeares Zeiten gelebt, welches dieser Paare hätte am wahrscheinlichsten Romeo und Julia gespielt? Oh Gott. Keanu Reeves und Nicolas Cage, Götz George und Veronica Ferris, Johnny Depp und Julia Roberts oder die Kessler-Zwillinge? Kandidat 2, Sie müssen ran. Ich verstehe die Frage nicht. Ich verstehe die Frage nicht. Das ist Ihre Chance. Verstehst du die Frage? Nein, ich verstehe die auch nicht. Sind die irgendwie miteinander verwandt oder verfeindete Familien? Ja, ich möchte gerne geduzt werden. Oder verwandt? Sie hätten das nehmen sollen. Keanu Reeves und Nicolas Cage. Zu Shakespeares Zeiten wurden alle Rollen von Männern und Julia, liebst du mich? Ja, Robert. Da hätte man drauf kommen können. Ja, wirklich? Das wusste ich nicht. Ja, nur Männer auf der Bühne. Kandidat 1? Wirklich? Ja. Warum? War halt Chauvinismus so. Oder was? Okay. Ja, wir spielen gleich noch was anderes. Und das ist die Kategorie. Ich dachte, das machen nur die Chinesen. Und bei der richtigen Antwort sind 1000 Merker drin. Sie sind auf Bildungsurlaub in Hollywood und das viele Sightseeing hat sie hungrig gemacht. Da sehen sie ein Restaurant, das damit wirbt, Spezialitäten zu kredenzen, die aus tierischen Filmstars zubereitet sind. Angenommen, sie möchten Pferdeschnitzel mit Lebertran essen. Welches Gericht der Speisekarte würden sie wählen? Gegrillter Silvester. Zeigen Sie uns, wo es lang geht. Scheiße. Das war so easy, du dumme für die Wurst. Und gab deshalb ja auch nur 1000 Mark. Und als Nachtisch empfehlen wir kandierter Kermit mit Bugs Bunny Tunke. Kermit. Kandidat 1, wählen Sie eine Kategorie aus. Volltreffer, Kandidat 1. Juhu. Kandidat 2, Sie haben jetzt Sendepause, denn für Kandidat 1 folgt jetzt eine Runde Sekt oder Selters. Die Kategorie für diese Sekt oder Selters-Frage lautet: Edel sei die Lauge, hilfreich und gut. Das können wir abkürzen, oder? Ich lese Ihnen jetzt 7 Warum? Begriffe vor und ich möchte, weil jetzt die Erklärung wieder kommt. Sagen, ist es so, ja. Ein Edelstein und ja. Sie wissen schon, wie der Hase läuft. Gut. Okay, 30 Sekunden haben Sie Zeit. Moment, wir stellen die Uhr. Überspringen? Und schon kann's losgehen. Topaz, Edelstein oder Spülmittel. Ach, du machst es ja, fuck. Tomat. Rhodonit. Aquamarin. Siel. Für Dove. Der letzte. Kalgonit. Kompliment, alles richtig und dazu noch in rekordverdächtiger Zeit. Und weiter geht's. Kandidat 1, suchen Sie sich eine Kategorie raus. Nicht schlecht, nicht schlecht, du Penner. Ja, ja. Edelsteine kann ich. Frage 6. Die Kategorie lautet Konfusion auf der Enterprise. Die wird ein bisschen schwerer und es gibt 3000 Marker dafür. Stellen Sie sich folgende Szene aus Raumschiff Enterprise vor. Captain Kirk und Pavel Chekhov haben nach einem Sieg über die Klingonen etwas zu tief ins Glas geschaut, wodurch die Enterprise etwas vom Kurs abgekommen ist. Captain Kirk bittet Mr. Spock... Das hatten wir schon. Ja, Kandidat 1. Na super. Das war ja schwer, Reinhard. Dekalog ist ein anderer Name für die 10 Gebote. Ja gut, ist natürlich der Nachteil, dass wenn man das online spielt, der nicht nachvollziehen kann, was bei einer anderen... Ja, leider. Leider. Oh, Mist. So. Und so lautet unsere Kategorie. Wien und Wilder Westen. 2000 Merker gibt es für die richtige Antwort. Angenommen, Lucky Luke und Jolly Jumper verschlägt es in einem ihrer Abenteuer nach Wien. In Ermangelung eines Salons geht Lucky Luke dort in ein Kaffeehaus. Doch vorher zeigen Sie uns, was Sie drauf haben, Kandidat 2. Ein Kaffee im Glas mit geschlagener Sahne.
Ich dachte kurz, du wüsstest es nicht. Jumper soll an diesem Abend noch ziemlich herumgejumpt sein. Kandidat 2, suchen Sie sich eine Das ist geil. Sag mal, was kostet euer Kurz? Und so lautet unsere Kategorie. Das ist echt super, ey. Was kostet euer Koks, Milord? Na, das könnte eine harte Nuss sein. Aber das muss doch rechtlich voll das Problem sein, so das Ganze einfach online zu stellen. Bei einer völlig bescheuerten Mutprobe wollen 4 Shakespeare-Charaktere für jede Dialogzeile, die sie haben, eine Line Coke schnupfen. Wer muss... Ach du meine Güte. Viel Spaß, Arschloch. Sie müssen... Wer redet am wenigsten? Ich habe keine Ahnung. Ich hätte eine Vermutung. Richard der Dritte hat 1124 Lines Koks geschnupft. Zum Sieg hat ihm das zwar nicht gereicht, ach, aber fuck. Zur Einlieferung in eine Entzugsanstalt. Kandidat 2, woran warten Sie noch? Feige, Feige. Ah, komm. Ich hab irgendeine Vermutung. Nein, aber Othello kann immerhin stolz verkünden, er habe 860 Scheiße. Lines Hamlet? Koks geschnupft. Falls du danach noch reden. Hamlet sagt doch mehr, oder? Ah, ich weiß es nicht, ich hab wirklich mit Shakespeare nicht viel Mut. Hier die richtige Antwort. Fürwahr. Ich hab's sogar gelesen. 1422 Lines schnupfen. Und danach braucht er vermutlich mehr als nur eine neue Nasenscheidewand. Ach, der am meisten redet, ja, ja. Nicht der am wenigsten. Ja, ist aber. Geben Sie mir eine Kategorie. Mach schon 2. Nummer 9. Ich hasse dich. Und hier unsere Kategorie. Der Hausmeister, dein Freund und Helfer. Und für die richtige Antwort winken 2000 Marker. Sie erinnern sich doch sicher an den Horror-Thriller Shining. Welchen Spruch hat Jack Nicholson als Hausmeister Jack Torrance? Zeigen Sie uns, was Sie drauf haben, Kandidat 2. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Ja, ich glaube, ich habe ihn einmal gesehen und das war's. Wählen Sie eine. Nicht unser Game. Das ging schnell. Mit Frage 10. Schreibt jemand Basti Alt F4 drücken. Und für die richtige Antwort, Iggy, du kannst es auch spielen. Marker. Guck einfach, du musst Michael einfach Schumacher de. Von der wir posten naja, gleich nochmal die Community erklärst dir. Zu entwerfen. Wenn das neue Gefährt eine Höchstgeschwindigkeit. Das haben wir auch schon. Komm, ja. Doppelte Lichtgeschwindigkeit. Ja, geschenkt. Das ist doof, dass das ja, wiederholt. Ja, das ist schade. Wohl nach dem Geräusch, das man macht, nach der Runde sind wir ja eh auch durch. Womit? Okay, mit You Don't Know Jack. Jetzt wartet Runde 2 mit weiteren 10. Dann machen wir noch eine Runde Keep Talking, Nobody Explodes. Bitte schön. Ja, das können wir gerne machen. Eine halbe Stunde, also so gegen 10 würde ich tatsächlich gerne Ende machen. Ja, ha, dann kannst du unten die Wurstlötchen reinigen. Bei deinem Nachbarn. Grüße an ihn. Kandidat 2, wie sieht's aus? Man kann es immer spielen. Und hier spielen. Die Kategorie für diese Frage. Heiße Bienen und der Stachel der Liebe. Die richtige Antwort bringt 4000 Mark. Gwen macht keinen Sinn, weil wir es ja bei Gwen macht welche keinen Sinn, wir können es bei nicht. Welche Anmache ist am aussichtsreichsten, wenn Sie als Drohne eine Bienenkönigin aufreißen wollen? Sie kennen die Antwort, Kandidat 2? Ich kenne die Antwort. Ja? Nein, als Drohne haben Sie keinen Stachel. Folglich machen Sie hier auch keinen Stich. 4000? Ja, komm, drück! Drück! Ja, Kandidat, so ist es. Wenn ich klug scheiße, dann weiß ich es auch wirklich. Paaren sich mit bis zu 12 Drohnen, die dann ein paar Monate später aus dem Bienenstock geworfen werden. Irgendwie woher typisch, wusstest oder? Du das? Schulbildung! Ach, Grundschulbildung! Wenn sie bei dir in der Werkstatt Gottes Segen irgendwas beigebracht hätten. Ich wusste, dass du das nimmst. Morbide Spiele? Und hier die Kategorie. Morbide Spiele. Die richtige Antwort bringt 4000 Mark. Okay, Gehirn einschalten, hier kommt die Frage. Angenommen, Sie pokern mit dem Tod um Ihr Leben und der Sensenmann hat einen Straight Flush. Was brauchen Sie, um weiterleben zu dürfen? Sie kennen die Antwort, Kandidat 2? Einen Royal Flush. Ja. Das Blatt. Kannst du eigentlich pokern? Beim Pokern? Ja. Kann ich. Kann sogar, haben wir noch nie zusammen gepokert? Ich kann sogar Skat spielen. Du kannst Skat spielen? Bist ja. Du ein 50, bist du ein 70-jähriger Opi? Mein Bruder kann auch Doppel... wie heißt das? Doppelkopf? Doppelkopf und Kanaster. Antworten gibt's 4000 Mark.
Okay, Gehirn einschalten, hier kommt die Frage. Ich glaube, das Schlimmste ist Bridge. Der Archäologe Indiana Jones hat menschliche Knochen ausgegraben, die er für die Überreste von Fred... Sie kennen die Antwort, Kandidat. Jabba-dabba-du! Ja. Kannst du es auch erklären? Nein, kannst du nicht! Doch, es geht um den Zerfall von Kohlenstoff 14 Atomen. Ja, und wie bestimmt man damit das Alter? Ja, die Geschwindigkeit, in der die zerfallen sind, kann man irgendwie feststellen. Ja, das war doch gut erklärt. Guck mal, ja. Reich Ranicki. Habe ich nie verstanden, warum Reich Ranicki geschrieben wird. Oh! Ja. Warum bin ich verurteilt, so einen Scheiß zu hören? Ja. Viele wissen gar nicht, dass das Marcel Reich Ranicki ist, ne? Ach so, bei uns am Anfang im Intro. Ja. Ja. Zum Glück ist er tot, sonst würden wir verklagt werden. Wenn der Name eines Buchverlags auftaucht, komm, drücken Sie ja. Wenn ihr übrigens mein neues Buch kaufen wollt, das ist bereits vorzubestellen bei Amazon unter dem Titel Happy Hausarrest. Wird aber jetzt umbenannt. Echt? Ja. Weißt du schon, wie es heißen wird? Die große Pause. Ah, klingt super. Okay, 30 Sekunden haben Sie Zeit. Moment, wir stellen die Uhr. Und schon kann's losgehen. Ach komm. Baumann, Verlag oder Leichtathlet? Dressler. Drexler. Suhrkamp. Arena. Busemann. Der letzte. Haffmanns. Scheiße. Komm. Ja, komm, im Plus von 3000 rausgegangen. Ich kannte nur Frank Busemann, ehrlich gesagt. Schmeckt gar nicht so übel. Oh, da hat einer den Bezug erkannt. Glückwunsch, die große Pause, weil ich das Lehrerkind bin. Genau richtig. Wenn es John Wayne krachen lässt. Was? Wenn es John Wayne krachen lässt. Es gibt eine sehr schöne Geschichte zu George W. Bush. Der Westernheld John Wayne. Und vor ihm im Staub liegt der räudige Fallspieler, den er aus der tugendhaften Stadt verjagen will. Er knallt mit der Peitsche. Obwohl er gar... Ja, Kandidat. Die Peitsche durchbricht die Schallmauer. Oh. Wie lächerlich. Was so eine... Wie viel Geld gibst du in den Haufen Scheiße? 4000. Was? 4000. Für so eine Pissfrage? 4000 Einheiten einer Währung, die lange nicht mehr existiert. Kandidat Nummer 1. Gleich Ost- oder Westmark? Beim kleinen Buchhändler kann man das Buch aber nicht vorbestellen. Geht nicht, warum nicht? Glaube ich nicht. Die aktuelle Kategorie: Mutter Natur und männliche Genitalien. Und dafür gibt es 2000 Mark. Sie sind soweit, ich bin soweit. Dann legen wir doch einfach los. Was hätte Sokrates vermutlich nicht von seiner Blumenverkäuferin verlangt, weil sich der Name der betreffenden Pflanze aus dem altgriechischen Wort für Hoden ableitet? Sie müssen antworten, Kandidat 2. Komm, ist eine 2000-Mark-Frage, ist eine nette. Oh, das kitzelt. Scheiße. Kandidat 1, das ist Ihre Chance. Ja, komm, mach schon, du feige Sau. Ich habe keine Ahnung. Mach es. Oh, bist du low, ey. Und die richtige Antwort lautet... Orchideen. Verdammt, ja, das hätte ich geraten. Das war das einzige Wort, was nach Griechisch klang. So, Orchideen, sehr griechisch. Ich hätte gerne einmal den Orchideenteller mit extra Metaxasauce. Hey Gott, verkackte, ihr könnt mich doch machen. Dein Schweiß wird kalt, dein Kopf rotiert. Die aktuelle Kategorie? Vulkanier im Vakuum. Die richtige Antwort bringt 6000 Mark. Stellen Sie sich folgende Szene aus der Serie Raumschiff Enterprise vor. Faszinierend, was? Mit diesen Worten stößt Dr. McCoy sein... Zeigen Sie uns, was Sie drauf haben, Kandidat 2! Was?! Kandidat 1, Sie können, wenn Sie wollen. Komm, jetzt mach es! Komm. Den Buchstaben zu oh, ich komm, es kann nur eins sein, Zeigen Idiot. Sie uns, aufgrund des rapiden Druckabfalls wird sein Blut zuerst kochen und dann verdampfen. Habe ich gerade gesagt, es kann nur eins sein. Ja. Sonst kocht nee, aber auch so. Ich hätte aber auch gefrieren zuerst genommen, weil ich gedacht hätte, der Temperaturanfall, der ist halt auch auf irgendwie ein Kelvin oder so. Kandidat Nummer 1, eine
Kategorie, ist das super bitte. Kalt, oder? Ja. Das Weltall ist doch super kalt. Scheiße. 6.000 Euro Frage. Das ist bitter. Nordische Götter. Jetzt gibt's 1.000 Euro oder so. 4.000. Und diesmal sind 4 Riesen zu holen. Okay, aufgepasst. Es ist Donnerstag in der Himmelsburg Asgard und die nordischen Götter streiten sich nach dem Essen darüber, wer den Abwasch erledigen muss. Odin schlägt vor, dass derjenige abspülen soll, nachdem der Donnerstag... Zeigen Sie Thor, alias Donner. Oh, bitte. Ernsthaft. Oh, warte mal. Das war schon ein großer Unterschied beim Kontostand. Oh Gott, Reinhard, ey, mit 2 Fragen hast du das geschafft. 2 lächerliche Fragen. Und die Frage läuft unter der Kategorie Bräuche, die zum Glück nie erfunden wurden. 6.000 Mark gibt's für die richtige Antwort. Also dann, los geht's. Angenommen, eine durchschnittliche Frau würde nach jedem Eisprung einen Eiertanz aufführen. Kandidat 1, Sie müssen ran. Erstmal zieh ich dir 6.000 ab. Zu Ihrer Information, Ovarien sind Eierstöcke. Ach, und noch was. Kandidat 2, Ihre Frage. Sie kennen die... Eine durchschnittliche Frau hat etwa 30 Jahre lang einmal im Monat einen Eisprung, macht etwa 360 Eiertänze. Du bist doch ein Idiot. Ja. Okay, Freunde, wir machen jetzt eine kurze Menopause und sind gleich wieder zurück. Verdammt. Kandidat 2, wie sieht's aus? Nachbars Lumpi und der Antigriff. Ist das geil. Und hier die Kategorie für diese Frage. So, ich bin nicht mehr so weit weg, du Penner. 6.000 Mark. Glück, packe ich dich. Jetzt packe ich dich. Sie sind in Philosophie, Juristerei, Medizin und leider auch Theologie bewandert. Anders ausgedrückt, Sie sind Goethes Faust. Eines Abends läuft Ihnen ein vierbeiniger Freund zu. Die Töle scheint recht zutraulich zu sein. Doch Vorsicht. Bei welcher Hunderasse müssen Sie mit einer teuflisch Nein! Beim Pudel. Du dämlicher Wichser, du hast schon gedrückt, bevor es kam. Du hast, ey, mir wurde es nicht angezeigt. Betrug. Es wurde mir auch nicht angezeigt. Du kannst auch vorher schon drücken. Na super, ey. Nee, das gibt's nee. Nicht. Nee. Na, da bin ich jetzt wirklich auch sauer. Oh, komm, ja? Jack Attack. Nee, bin ich sauer. Kannst du aufholen. Nein, ich müsste alle 5 richtig beantworten. Sind das 5? 5 oder 6? Jack Attack Time. Wenn Sie 2 Begriffe... Ah, Sie wissen schon, wie die Sache läuft. Also gut. Achten Sie darauf, dass Ihr Wortpaar zu diesem Fingerzeig passt. Was macht dich so hart? Was? Ach so. Hä? Oh, fuck. Fuck! Keine Ahnung, was in Manhattan drin ist, weiß nicht. Ich drücke jetzt gar nichts mehr. Champagner, der feine Herr. Da kenne ich mich aus. Ach, fuck. Boah, weiß ich nicht, ey. Ja. Bourbon war es nicht, verdammt. Im Dry Martini ist kein Martini? Offensichtlich nicht. Keine Ahnung. Bourbon hatte ich doch gerade schon. Oh nein! Na, Gin ist es nicht. Fuck.
keine Ahnung. Auch kein Gin. Ach, scheiße, ey. Oh, oh Gott. Darauf wickst du dir jetzt ein bis ins neue Jahrtausend. Warte. Ey, fick dich doch. Oh. Hast du gerade ein Häufchen gemacht? Warte ja? mal, warte mal. Wir haben insgesamt 3 Partien gespielt, oder? Wie viele hatte ich nochmal gewonnen? Reini, du hast 2 gewonnen, was daran liegt, dass du die 2. Partie auf 7 Fragen ausgelegt hast und es dir in der 7. Runde dann aufgefallen ist. Da hätte ich dich noch in Grund und Boden gebumst. Hier bin ich durch unfaire Spielmethode, dass du gedrückt hast, bevor die Antwortalternativen, es ist so, bevor die Antwortalternativen gezeigt wurden, hast du gedrückt. Das ist nicht regelkonform. Ich dachte bei der ersten Partie, oh, das wird schwierig, aber ich wusste nicht, dass du so dumm bist. Diese Freundschaft endet heute, Kollege. Verstehst du, es ist einfach vorbei. Es ist jetzt vorbei. Ich mochte dich ja vorher schon nicht, aber jetzt verachte dich ich mit jeder Faser meines Herzens. Oh, warte mal kurz, ich muss davon noch schnell einen Screenshot machen. Oh nein, du Fixer, ey. Ach verdammt, ich sitze hier nicht am Mac. Wie mache ich denn einen Screenshot an einem Windows-Rechner? Bin ich froh, dass du dumm kann mir das einer mal screenshotten, damit ich das vertwittern kann? Ach, Rainer, ich oh, die Drucktaste. Druck. Die Drucktaste. So. Das wird sowieso gleich bei Twitter auftauchen. Okay. Ach. Lassen wir das. Ja, lassen wir das. Okay, dann würde ich sagen, jetzt zum Abschied noch eine Runde. Keep talking, nobody explodes. Ich hoffe, wie sieht das zeitlich aus? Passt das noch? Wie lange spielt man das so? Mein Gott, 20 Minuten oder so, du Kackhaufen. Ja, du musst ja gleich noch deine Krakauer lutschen. Das ich muss noch was essen. Oh ja, du siehst wirklich mager aus, kleiner ja, Reini. Nicht jeder kann so fett aussehen. Kleiner mager Reini. So, okay. Das hat dich wirklich getroffen jetzt, oder? Na, no, richtig hart. Also wenn es irgendwas gibt, wo ich richtig empfindlich bin, dann ist es bei meinem Wissen. Weil das kann man einfach mal festhalten. Trotz aller Freundschaft, ich weiß mehr als du, Reinhard. Wir wissen es beide. Ich weiß mehr als du. You don't know, Jack sagt was anderes. Ach du Wichser, ey. So. Okay. Ja gut, dann du müsstest das Spiel starten. Ja, bin schon dabei. Ich habe hier mein iPad, darauf ist die Anleitung, wie man die Bombe entschärft. So, dies ist ein lokales Mehrspielerspiel für 2 oder mehr Spieler. Weiter. Du bist der Bombenentschärfer. Dein Ziel ist es, mit Hilfe deiner Freunde eine Bombe innerhalb des Zeitlimits Warte, zu entschärfen. Ich muss das Bild zumachen, damit ich das bei dir nicht sehe, ne? Ja. Okay. Ich hab's zu, versprochen. So. Oder lasse ich jetzt noch kurz offen, um zu sehen, wann du startest? So, ich lasse kurz noch offen. Na, ihr könnt ja mal mitlesen, dann wisst ihr, wie es geht. Ich gucke mal auf mein Handy so lange und spiele ein bisschen Candy Crush. Achso, du meinst hier die Erklärung? Du bist der Bombenentschärfer. Dein Ziel ist es, mit Hilfe deiner Freunde die Bombe innerhalb des Zeitlimits zu entschärfen. So. Deine Freunde sind die Experten, die dich mit Hilfe des Handbuchs zur Bombenentschärfung unterstützen. Die Experten das Handbuch zur Bombenentschärfung. Der Entschärfer darf das Handbuch nicht sehen. Die Experten dürfen den Bildschirm nicht sehen. Probiert lustige Wege aus, den Entschärfer so zu isolieren, dass er die Experten immer noch hört. Stecht ihm die Augen aus. Die Experten können das Handbuch... Ich dachte, das steht da wirklich. Nein. Die Experten können das Handbuch zur Bombenentschärfung hier finden. www.bombmanual.com/de Okay, da bin ich gerade auf der Seite. Es sind 23 Seiten. Ich hatte irgendwie viel mehr in Erinnerung, aber ist ja egal. Okay. Stopp, ich mach's zu. Okay. Ich kann nichts mehr sehen, was du siehst. Also wirklich nicht. So, bevor es öde für die Leute wird, rein. Ich kann aber leider auch euren Chat nicht mehr sehen. Also ich sehe nicht, wenn ihr mir was schreibt. Achso, du kannst das Fenster mit Twitch ja nochmal öffnen und so zurechtschieben, dass du nur den Chat siehst. Kannst ein anderes Fenster drüber legen oder so. Ah, okay, warte. Ja, so, das geht. Chat Pop-Out. Ja, das sehe ich. Ja, alles gut. Ich sehe jetzt nur den Chat. Chat Pop-Out. Okay.
Ja. Ja, rein, du musst das Spiel starten. Ich sehe ja nur gerade ein PDF-Dokument. Bitte entfreund sich, das Handbuch zur Bombenentschärfung hier herunterzuladen. Handbuchversion 1 Verifizierungscode. Muss ich da jetzt... Musst du den lesen, oder? Wen lesen? Handbuchbombenentschärfung. Stell sicher, dass du korrekt... Okay, ich kann ihn dir sagen. 241. Ja. 241. Für eine andere Sprache eingegeben. Hast du ein deutsches? Ja. Hier steht, du hast einen Verifizierungscode für eine andere Sprache eingegeben. Ja, ist doch okay, oder nicht? 241. Ja, komm, dann sag mir die Seite, die da angegeben ist. Dann gehe ich auf die blöde Seite. www.bombmanual.com/de manual.com/de. Da war das so eine Inoffizie. Nee, ist ein Slash. Slash. Da bin ich. Okay, als PDF anzeigen, als Website anzeigen. Okay, Handbuch. Das ist aus irgendeinem Grund der Verifizierungscode 558. Das passt. Aha. Bevor wir anfangen, gehen wir noch schnell die Steuerung des Spiels durch. Da ist die Bombe. Was? Da hat jemand geschrieben, Reinig stinkt. Das gefällt mir. Pisser. Okay. Warte, kann ich den rauswerfen? Wähle die Bombe aus. So, als nächstes schneide den blauen Draht im oberen mittleren Modul durch. Wähle dazu zunächst das Modul und danach den Draht, den du durchschneiden möchtest. So. Die neue Bombe wurde auf dem Tisch platziert. Hebe die neue Bombe auf. Wähle zunächst das Modul ab und danach die alte Bombe. Oh Gott, das wird kompliziert. Oh Gott. Okay. Diese Bombe ist anders, sie hat ein zweites Modul mit einem großen Knopf. Wähle das Modul aus und drücke den Knopf. Siehst du die Bombe jetzt schon? Ja, ich bin im Tutorial, wie man die Bedienung macht. Diese Bombe war nicht scharf, also konntest du sicher mit ihr interagieren. Pass gut auf, wenn du mit scharfen Bomben herumhantierst. Zu guter Letzt probiere Folgendes. Drehe die Bombe, hat das Spiel um einen Sound? Seiten anzusehen. Das Spiel hat einen Sound, ja? Ich höre ihn nicht, aber ist auch egal. Weiß nicht, ob die Leute... Ja, man hört den im Stream, hört man den. Okay. Und du solltest den eigentlich auch hören. Ich höre ihn nicht, aber ist nicht schlimm. Okay. So, Bombe drehen. So, Tutorial beendet. Wie es aussieht. Beenden. Hörst du jetzt Musik? Nichts, ich höre nichts. Aber im Stream hört man es, oder? Für die fragen, es heißt Keep Talking, Nobody Explodes und kostet 14,99 bei Steam, macht sehr viel Spaß. Ich höre es nicht. Schreibt mal im Steam, ob man es hört. Ja, sie hören es offensichtlich. Okay, ich höre es nicht. Ist aber nicht schlimm. So, Reini, jetzt musst du deine erste Bombe entschärfen. Du musst mir sagen, was du siehst. Ich sehe Bomben. Also... Einführung, die erste Bombe. Die erste Bombe, jeder muss irgendwo anfangen. Hoffen wir, dass es nicht auch hier endet. Stelle sicher, dass deine Experten das Handbuch haben und bereit sind, dich zu unterstützen. Konfiguration 5 Minuten, 3 Module, 3 Fehler. Okay, dann starte ich mal, würde ich sagen, oder? Okay. Missionsname, die erste Bombe. Es lädt. Es ist dunkel. Ich bin im Dunkeln. Ah, jetzt ist Licht. Und die Bombe, ja, ich habe die Bombe in der Hand. Dann fangen wir an zu erklären. Wie, du musst mir erklären, was du siehst, ich muss erklären, was es ist. Ich sehe eine Bombe mit 4 Modulen. Rechts oben sind 3 Drähte, weiß, rot, blau. Ah, 3 Drähte, okay. Dann, ich lese dir mal vor. 3 Drähte hat es. Ja. Wenn es keine roten Drähte gibt, durchtrenne den zweiten Draht. Es gibt einen roten Draht? Andernfalls, wenn der letzte Draht weiß ist, durchtrenne den letzten Draht. Von oben nach unten ist der letzte blau. Andernfalls, wenn der letzte Draht... Also er ist nicht weiß. Nicht. Andernfalls, wenn mehr als ein Draht blau ist, durchtrenne den letzten blauen Draht. Es gibt nur einen blauen Draht. Okay, aber...
heißt das jetzt, wenn mehr als ein Draht blau ist, durchtrenne den letzten blauen Draht. Und andernfalls durchtrenne den letzten Draht. Dann muss es der letzte sein, oder? Also, es, gibt es gibt Rot, oder? Ja, und Rot es gibt Blau. Ja, gibt's auch. Und Blau gibt's auch. Und Blau gibt's nur einmal. Ja. Dann muss es der letzte sein. Okay, dann schneide ich den jetzt durch, okay? Ja. Ja, ist grün geworden. So, das nächste Modul, das es noch gibt, hat vier Tasten und so komische... Zeichen? Ja, Zeichen drauf. No. Okay. Ja, dann... Was, warte mal. Nur, ich bin mir nicht sicher, was für ein Symbol... nur eine der unten stehenden Spalten enthält alle vier Symbole auf dem Tastenfeld. Drücke die vier Tasten in der Reihenfolge, in der sie von oben nach unten gelesen in dieser Spalte stehen. Ja, oh, jetzt herzlichen Glückwunsch. Jetzt musst du die fucking Zeichen beschreiben. Hier ist auch übrigens noch mehr. Hier sind noch Batterien und so drin an den Seiten. Und ja, da ist noch ein Knopf noch mit CLR. Okay, aber du musst mir jetzt erstmal die Zeichen beschreiben rein. Zeichen wir sehen, das erste sieht aus wie das erste, was links oben ist, das ein Zeichen. H mit so einem Haken unten dran. Ein Schreibschrift-H. Ah ja, ich sehe es. Ja. Aber das kann ja, warte mal. Drücken Sie vierte, der sieht von oben nach unten gelesen, in der Spalte stehen. Die Spalte geht ja nicht weiter. Da drunter ist ein umgedrehtes Fragezeichen. Es sind insgesamt vier Knöpfe. Ah ja. Rechts oben ist ein O mit einem Strich unten und rechts unten ist ein umgedrehtes C mit einem Punkt in der Mitte. What the f... Also ich sehe alle Zeichen, aber die sind hier nicht als Striche aufgeführt. Ist es so richtig Schreibschrift-Haar, also so verschnörkeltes Haar? Ja, genau. Mit so einem Haken unten noch dran, der so nach links geht. Drücken Sie... Also, nur einer der unten stehenden Spalten enthält alle vier Symbole auf dem Tastenfeld. Drücke die vier Tasten in der Reihenfolge, in der sie von oben nach unten gelesen in dieser Spalte stehen. Das ist das Problem, in der Spalte geht es nur bergab dann. Ja. Ja, aber nach dem zweiten Zeichen kommt kein weiteres Zeichen mehr. Da sind nur zwei Zeilen, oder was? Ja, es sind insgesamt sechs Zeilen nebeneinander. Aber die haben auch nur jeweils sieben Zeichen. Moment, sieben Zeilen oder sieben Spalten? Was fallen denn jetzt Spalten? Ja, jetzt Spalten. Zeile ist, wie du liest, Spalte ist von oben nach unten. Es sind sechs Spalten und sieben Zeichen in jeder Spalte. Aber das Schreibschrift-H kommt zweimal vor. Ja. Dann beschreib mir... Also ja, okay. Warte, jetzt habe ich es verstanden. Oh Gott, ich bin so dämlich. Beschreib mir nochmal die anderen Zeichen. Also das Schreibschrift da, ein O mit einem Strich unten drunter, ein umgedrehtes Fragezeichen und ein C mit einem Punkt in der Mitte. Ich hab's verstanden. Okay, du drückst zuerst das O mit dem Strich. Ja. Dann das C. Ja. Dann das H. Ja. Dann das umgedrehte Fragezeichen. Ja, ist fertig. So, Gott sei Dank. Kommen wir zu den Batterien. Auf der oberen Kante sehe ich eine dicke Batterie. Und ein Cinch-Anschluss, weiß und rot, und ein SVHS-Anschluss, würde ich sagen. So kannst grüner. Du mit denen was machen? Weil ich finde hier nichts zu Batterien. Nee, kann ich nicht. War es das dann schon? Soll ich da mal auf den Knopf drücken? Nein. Das muss ja vier Sachen haben, oder? Vier? Dann ist hier aber Seite noch CLR. Übersicht über Batterietypen. Okay, warte. Folgende Batterietypen können Batterietypen A-Batterie, B-Batterie. Übersicht aller Anschlussgruppen. DVDI. Was soll ich denn mit diesen Anschlussgruppen machen? Noch 23 Sekunden. Sonst gibt's nichts an der Bombe zu sehen, oder was? Nee, also da ist noch, das weiß ich nicht, da steht noch IND. Drück den scheiß Knopf, Rainer. So drück den Knopf, drück den Knopf, drück den Knopf. Ah, verdammt, jetzt hab ich sie hingelegt. Du sollst den Knopf drücken, Reini. Okay, ich habe ihn zweimal gedrückt und es hat zweimal... Oh. Scheiße. Was passiert? Wir sind explodiert. Bist du dämlich? Bei der ersten warum? Bombe. Wir sind bei der ersten Bombe explodiert. Ja, aber warum? Weil die Zeit abgelaufen ist. Aber du sollst halt nur den Knopf drücken, du dummes Schwein. Ja, habe ich ja gemacht. Das war es aber noch nicht. Wirklich nicht? Würde ich sagen, mach mal normal, ne? Oh Gottes Namen. Aber doch nicht das gleiche Ding, oder? Ja doch, die müssen wir ja entschärft bekommen. Ja gut, aber ändert der jetzt wenigstens die Abfolge der Zeichen? Das weiß ich nicht, ich denke nicht, aber dann haben wir jetzt nochmal 5 Minuten Zeit für den Rest. Also über den Rest, wir machen das nochmal. Okay. So. Was ist mal? Ah, an jeder jetzt, Bombe jetzt sieht die Bombe anders aus. Okay. So, wir haben wieder ein Panel mit Drähten, es sind zwei rote dabei und ein blauer.
Zwei rote, okay. Drei Drähte insgesamt? Nee, es sind insgesamt sechs. Sechs Drähte. Okay. Anna, falls du jetzt keine... gibt's rote? Ja, zwei Stück. Gibt es... wenn es keine gelben Drähte gibt und die letzte Ziffer der Seriennummer ungerade ist, durchtrenne den dritten Draht. Welche Seriennummer denn? Ja, die ist ungerade. Also welchen muss ich dann? Gibt es gelb? Gibt Nein, es gelb? Gibt's nicht. Dann den dritten Draht. Den dritten. 1, 2, 3. Ja, erledigt. Dann haben wir wieder das Feld mit den Symbolen. Wir haben wieder das H, ein O. Dann haben wir ein Lambda mit einem Querstrich durch. Du weißt, wie ein Lambda aussieht, oder? Ein kleines? Natürlich. Ach, fuck. Wie beschreibt man ein scheiß Lambda? Ich weiß, wie ein Lambda aussieht. Das ist das Zeichen von Half-Life, du Arschloch. Ah, sehr schön. Und dann noch sowas, das aussieht wie Cthulhu. Es ist ein Dreieck mit drei so Füßen unten dran und einem Strich nach links im Schild. Ja. Okay, das O mit dem Strich drunter ist wieder da? Ja. Ja, und welches Zeichen war das zweite vor dem Lambda? Ein H, also dieses H ist wieder dabei. Ah, okay. Dann drück erst das O. Ja. Dann das Lambda. Ja. Dann Cthulhu. Ja. Und das H. Ja, das war's. Okay, dann haben wir jetzt wieder Batterien an einer Seite. Da sind zwei kleine Doppelbatterien und da steht FRQ mit einer Lampe daneben. Fuck, was mache ich denn mit der Scheiß... Warte mal, Batterien. An jeder Bombe befinden sich bis zu 11 Module, welche entschärft werden müssen. Alle Module sind unabhängig voneinander und können in beliebiger Reihenfolge entschärft werden. Anleitung zum Entschärfen, bla bla. Wie komme ich in Seriennummer? Die Batterien spielen keine Rolle rein, glaube ich. Achso, okay. Dann, meinst du, dann können wir jetzt soll ich dann mal entschärfen? Probieren? Ich weiß es nicht. Hier steht gedrückt halten. Wir dürfen ja drei Fehler machen. Ich probiere mal, ne? Ja. Es ist gelb. Daneben die Lampe leuchtet einfach gelb. Das ist nicht gut. Okay, das ist schon... Wir haben es geschafft. Ich musste ihn nur wieder loslassen. Da steht gedrückt halten. Mein Gott, du bist... ich würde mich jetzt freuen, wenn du nicht so kackdämlich wärst. Hallo? Bin ich eigentlich... Man sieht mich nicht mehr, ne? Sieht man mich noch? Doch, sehen die Leute mich? Man sieht dich noch, aber du bist winzig. Bin ich sehr... Ist dunkel oder bin ich winzig? Nee, du bist winzig geworden. Aber nicht dunkel? Nee, dunkel nicht. Also gut. Aber warte mal, ich kann dich mal kurz... Warum bist du denn so klein? Das ist ganz funny. Das ist ganz witzig, tatsächlich. So. Da bist du wieder. Und warte weiter. Warte mal. Oh, scheiße, wir sind doof. Warum? Führen Sie erst, der Knopf selbst ist auch noch ein Modul reingelegt. Ah, okay. Herzlichen Glückwunsch. Warum haben wir denn dann überlebt? Wir haben doch Scheiße gebaut. Nee, jetzt haben wir. Da stand gedrückt halten und ich habe es ja gedrückt gehalten. Ja, aber wenn der Knopf blau ist und mit Abbrechen beschriftet ist, halte den Knopf gedrückt und lies bei einem gedrückt loslassen weiter. Also du hättest eigentlich eine Abfolge folgen müssen, auch mit den Batterien. Das hängt auch damit zusammen. Was? Einen gedrückten Knopf loslassen. Du hast durch purer Zufall im richtigen Moment losgelassen, sodass wir überlebt haben. Wann hätte man denn loslassen müssen? Naja, während du den Knopf gedrückt hältst, wird ein farbiger Streifen rechts vom Knopf aufleuchten. Abhängig von der Farbe dieses Streifens musst du den Knopf zu einem bestimmten Zeitpunkt loslassen. Ich habe ihn bei gelb losgelassen und der war die ganze Zeit gelb. Loslassen, wenn der Timer an beliebiger Position eine 5 anzeigt, dann hat es wirklich nur Glück. Oh. Wow. Wow. Ja, dann sollen wir noch eine machen? Eine schaffen wir noch. So, Abschnitt 2, die Grundlagen. Etwas Altes, etwas Neues. Machen wir die doch mal, oder? Etwas Altes, etwas Neues. Beschreibung. Wann wurde der Anblick einer dir vertrauten Bombe etwas Beruhigendes? Fragezeichen. Egal. Diese Bombe wird nur semi-beruhigend sein. Wieder 5 Minuten, 3 Module, 3 Fehler. Machen wir? Ja, her damit. Start. Du bist schon wieder geschrumpft. Warum schrumpfst du jedes Mal? Ist nicht so schlimm. Ich bin immer noch gottgleich. Wie lustig, dass wir das nur durch Zufall gelöst haben, sind wir Spackos, ey. So, wir haben wieder ein Modul mit hier Drähten. Drähten, okay. Drähten. Wie viele? Es sind 1, 2, 3, 4, 5 Drähte, 2 rote. 5 Drähte. Letzte Draht, warte, wenn genau roten Draht mehr als einen gelben Draht, anderen Fall. Keine gelben.
Gibt es einen schwarzen Draht? Zwei Stück. Wenn der letzte Draht schwarz, der letzte Person gerade, ist die... Ist der letzte Draht schwarz? Nein, der ist rot. Nein, okay. Wie viele rote gibt's? Zwei. Dann ist es der letzte Draht. Dann ist der... Nein! Nein? Nein. Ist die Bombe explodiert? Nein, sie läuft aber schneller, glaube ich. Scheiße! Scheiße! Also, ich lese dir vor, wenn der letzte Draht schwarz ist und die letzte Ziffer der Seriennummer ungerade, durchtrennen den vierten Draht. Es ist der letzte nicht schwarz, ne? Der letzte ist nicht schwarz, nein. Andernfalls, wenn es genau einen roten Draht gibt, ist ja auch nicht. Nee, es gibt andernfalls, zwei. Andernfalls, wenn es keine schwarzen Drähte gibt, durchtrenne den zweiten Draht. Es gibt aber schwarze Drähte. Sind es wirklich fünf oder sechs? Bist du zu es sind fünf. Zählen? Es sind fünf. Fünf Drähte. Rot? Den ersten. Oh, ich habe missgeredet. Du musst den ersten durchtrennen. Ja, okay, das war richtig. Ersten. Ja, okay. So. Dann haben wir ein neues Modul, eine Matrix sozusagen. Herzlichen Glückwunsch. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mal 6 Felder. Da ist ein sich drehendes Dreieck drauf und zwei Sachen sind grün eingekreist. Na, herzlichen Glückwunsch. Und ich kann Knöpfe rechts runter und so weiter. Ah, verdammt. Du hast schon was gedrückt, du mal sag. Ach, du erzähl. Bist einfach zu dem. Ich weiß nicht, wie das aussieht. Ich finde das nicht. 6 mal 6, also so ein Feld aus Punkten. Feld aus Punkten. Okay, wie ein Labyrinth? Ja, wie ein Labyrinth. Finde das korrekte Labyrinth anhand der runden Markierungen. Der Entschärfer muss das weiße Licht mit Hilfe der Pfeiltasten zum roten Dreieck navigieren. Ah, okay. Ist da ein rotes Dreieck? Ja, ist da. Warnung, überquer nicht die Linien. Die Linien sind auf der Bombe unsichtbar. Was? Okay. Ja. Ich muss das richtige Labyrinth finden. Du musst mir beschreiben, wie das Labyrinth aussieht. Ja, du siehst ja das Labyrinth nicht, oder? Nein, aber ich sehe das du Ziel. Du siehst nur weiße Punkte, oder? Das Ziel, ich kann dir das Ziel sagen und ich sehe grün eingekreiste Punkte. Die sind wichtig. Die muss ich wissen. In der zweiten Zeile das erste. Und in der dritten Zeile der letzte. Ah, sehr gut, dann habe ich's. Aber wo starten wir denn jetzt mit Wir starten Straße? In der zweiten Zeile an Position 3. Okay. Was? Achso. Zweite Zeile, drittes Kästchen. Okay, dann gehst du jetzt hoch. Ja. Links. Ja. Links. Ja. Runter. Ja. Runter. Ja. Runter. Ja. Runter. Ja, gelöst. Rechts. Gelöst, ist gelöst. Dann haben wir jetzt wieder diese komischen Symbole. Wir haben ein Smiley-Face, Cthulhu, eine 6 und ein, hier, nächste Zeile-Zeichen. Schnell, wir haben noch 30 Sekunden. Was? Smiley-Face, zwei Punkte mit so einem Strich drunter und so einem kleinen, runden Kringel. Fuck. 10, 9, 8, 7. Soll ich einfach probieren? Ja, drück irgendwas. Und wir sind tot. Sollen wir nochmal? Ja, ich glaube, wir sind echt so. Komm, einen machen wir noch 5 Minuten und dann war es das mit dem Stream für heute. So, einer geht noch. Es gucken mehr Leute zu als bisher, Reinhard. Ja, ich weiß, aber wir können nächstes Mal ja hier mit anfangen. Okay. So. Nochmal. Hä? Aber das, was du beschrieben hast, gab's. Ah, oh, fuck, jetzt habe ich es gefunden. Scheiße. Okay. So, wir fangen wieder an. Wir fangen an mit den Drähten. Es sind drei Drähte: weiß, blau, gelb. Ist der letzte Draht weiß? Nein. Mehr als einer. Es muss der letzte sein. Nein. Fuck! Weiß, blau, gelb. Ja. Aber, also, wenn es keine roten Drähte gibt, durchtrenne den zweiten Draht. Ach, scheiße, es gibt keinen roten. Okay, ja, durchtrenne den erledigt. Zweiten. Fuck. So, Labyrinth. Okay, Labyrinth. Wo fangen wir an? Wir haben zwei grüne Punkte wieder. Und zwar erste Zeile der zweite, letzte Zeile der zweite. Ja. Okay. Unser Startpunkt ist dritte Zeile der erste. Okay, hoch. Ja. Hoch. Nochmal hoch? Rechts. Also zweimal hoch. Ja. Dann rechts. Ja.
Rechts? Ja. Rechts? Ja. Runter? Ja. Rechts? Ja. Hoch? Ja. Rechts? Ja. Runter? Ja. Runter? Ja. Links? Ja. Runter? Ja. Links? Ja. Links? Ja. Runter? Fuck. Ja. Rechts? Ja. Rechts? Ja. Runter? Ja. Links? Ja. Links? Ja. Links? Ja. Weiter? Ich dachte, ich soll die beiden Punkte miteinander verbinden. Nein! Du musst zum Ziel! Du musst mich doch mal zum Ziel führen! Ich weiß doch nicht, wie das Ziel aussieht! Ich weiß doch nicht, dass in der fucking Anleitung das Ziel nicht drinsteht. Das Ziel ist in der dritten Zeile. Dritten Spalte. Oh, du behindertes Arschloch. Okay, dann geh wieder zurück. Rechts. Ja. Rechts. Ja. Rechts. Ja. Hoch. Ja. Links. Ja. Links. Ja. Hoch. Ja. Rechts. Ja. Rechts. Ja. Hoch. Ja. Wo ist es denn in der dritten Spalte? Dritte Position. Fuck, da geh wieder zurück. links. Links. Einmal links. Ja, nee, links geht nicht. Links ist jetzt, links war eine Wand. Runter. 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 Links. Ja. Links. Ja. Hoch. Oh, endlich. So, jetzt sind wieder die drei Symbole. Wir haben, nee, das ist deine Schuld. Wir haben eine 6. So, hör zu, wir haben eine 6, ein Cthulhu wieder, ein umgedrehtes Fragezeichen und ein B mit so einem T-Strich noch drin. Okay, 6. Zuerst die 6? Ja. Dann das B? Ja. Cthulhu? Ja. Und dann das umgedrehte Fragezeichen. Ja. Gelöst. So. Und jetzt müssen wir auch noch einen Knopf drücken, oder nicht? Nee, die hat keinen Knopf. Ah, wir haben es geschafft, rein. geiles Kampfmittel-Räumdienst wäre nichts für die. Da fickt euch doch. Aber es ist ein geiles Spiel. Ja, ist lustig, ne? Links, links, rechts, links, links. Oh, Bestzeit. Ja, von uns beiden, oder? Nicht weltweit. Nee, hier steht Top-Rang, nee, Top 84%. Mit der Scheiße gerade? Übrige Zeit, 1:08. Ja, wir waren mega kacke, Reinhard. Wir sind in die falsche Richtung gelaufen. Ja, wir sind in den Top 84, wie es aussieht. Genau, aber nur von den zurückgebliebenen Leuten. Ja, also einen würde ich noch machen, Reini. Ja, komm, einen noch. Aber dann ist durch. Ja, dann ich hab Hunger. Die Brust in den Mund. Ja, ich weiß, Reini. Du bist so. Ja auch, du hast ja auch doppelter Einsatz. Aufgabe ist klar, das? Aber dem Timer ist egal, wie viel Zeit, wie viel zu tun ist. 5 Minuten, 6 Module, 3 Fehler. Und wir starten. Wir denn 6 Module schaffen? Doppelter Einsatz heißt es. Okay. Hast du die Drähte am Start? Ja, warte, es ist noch dunkel. Jetzt muss das Licht angehen. Okay, Drähte. Wir haben 2-mal Drähte, also 2 Module mit Drähten. Okay. Warte. Ja. So, das erste hat 3 Drähte. Weiß, schwarz, rot. Ist der letzte weiß? Nein. Wenn mehr als ein... Keiner ist blau, ne? Kein blauer. Muss der letzte Draht sein. Ja, ist richtig. So, Gott sei Dank. Nochmal Drähte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Drähte. Okay. 3 blaue, 2 schwarze, 1 gelber. Es gibt keine roten, ne? Keine roten. Dann den letzten. Ja, war richtig. So, Symbole. Wir haben ein Ungleichzeichen, würde ich sagen, oder so ein Doppelplus. Würde ich, also, ne? Ein, weiß ich nicht, ein umgedrehtes N mit so einem, mit so Hörnchen drüber. Dann haben wir ein Omega und ein Psi. Ja, okay. So ein Dreizack. Nein, ich kann das. So ein Dreizack. Das Ungleichzeichen. Soll ich schon drücken? Oder? Warte. Was war nochmal das zweite? Ungleichzeichen, ein umgedrehtes N, wie ein großes N, das auf dem Kopf steht. Ja, alles gut, habe ich verstanden. Ja. So, mach das Ungleichzeichen. Ja. Das Psi. Ja. Das N und dann das Omega. Okay, auch gelöst. So, jetzt die nächsten. Jetzt sind wir heiß, bitte. Nochmal Symbole. Was? Nochmal Symbole. TB, also dieses kleine B,
ein C mit einem Punkt drin, noch ein Stopp. C. T, B oder? Ja, ein kleines B mit so einem T-Strich nochmal drin. Das sehe ich ja gar nicht. Ein kleines B. Ah, ich hab's. Okay, okay. Kleines okay. B. Ein C mit einem Punkt drin in der Mitte. Mhm. Ein großes. Ein Smiley Face. Ja. Mit einer Zigarette im Mund und ein Psi. Okay, Psi. Ja. Smiley Face. Ja. Kleines B und C. Ja, erledigt. So, jetzt haben wir zwei Button. Ein Button, auf dem steht gedrückt halten. Oh Gott. Und ein Button, auf dem steht abbrechen. Wir fangen mit dem gedrückt halten an. Das wird ja wieder so ein Farbding sein. Also Knöpfe jetzt. Also genau, der Knöpfe. Normal. Okay, okay, da muss ich woanders hin. Warte, warte, warte. Zum Thema ein großer Knopf? Ja, große Knöpfe, zwei Stück. Okay, okay, okay. Und wie sieht der eine aus? Es ist ein weißer Knopf, auf dem steht gedrückt halten. Wie viele Batterien hat die Bombe? Moment. Eine große, noch eine große, also drei große. Na? Oh mein Gott, das ist so umfangreich, Reini. Drei große, zwei kleine. Wenn der Knopf weiß ist und die Bombe einen leuchtenden mit K beschrifteten Indikator hat, halte den Knopf gedrückt und lies bei einem gedrückten Knopf loslassen weiter. Einen mit K beschrifteten Indikator? C-A-R, also nicht K. Ich gucke hier gerade, ob ich überhaupt einen Indikator sehe. Ist der Knopf weiß? Der Knopf ist weiß, aber ich sehe keinen Indikator. Was steht auf der Bombe drauf, auf dem Knopf? Gedrückt halten. Wenn keine der obigen Regeln zutrifft, halte den Knopf gedrückt und lass bei einem gedrückten Knopf loslassen weiter. Was nochmal? Scheiße übersetzt. Also anscheinend passen keine alle Regeln, deswegen muss es 7 sein. Ja. Wenn keine der obigen Regeln zutrifft, halte den Knopf gedrückt und lass bei einem gedrückten Knopf loslassen los. Jetzt halt ist daneben, daneben ist es, leuchtet es blau und es pulsiert so. Ich halte immer wenn noch der gedrückt. Timer ein, wenn der Timer eine 4 anzeigt, kannst du loslassen. Ja, nächster Knopf. Rot und abbrechen steht drauf. Wie viel Zeit haben wir noch, Reini? 45 Sekunden. Oh, fuck. Abbrechen, gedrückt halten. Großer roter Abbrechenknopf. Wenn der Knopf, ist er blau? Nein, ist rot. Okay, gleich scheiße wie eben. Du musst den Knopf einfach gedrückt halten. Und wann soll ich ihn loslassen? Naja, je nachdem, was dann aufploppt. Rot. Es leuchtet rot. Wenn der Timer eine 1 anzeigt. Ja. Gelöst. Echt? Ja. Oh, dann guck ich auf dein Fenster, das will ich geiles sehen. Geiles Spiel. Haben wir es hingekriegt? Ja, haben wir. Haben wir. Krass. Ist gerade ausgeblendet. Oh, da bin ich auch ein bisschen stolz auf uns. Ja, entschärft. Wow. Die Knöpfe haben ein bisschen gebraucht, aber eine Bestzeit wieder. Top 97%. Wirklich? Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ist das auch online verglichen, oder was? Weiß ich nicht. Nee, nur Freunde. Hier steht nur Freunde. Ja, also super, meine, ey. Weißt, bei deinen 18 Leuten. Herzlichen Glückwunsch. Würde gerade schon sagen, ey. Aber auch bei allen Anzeigen sind wir auch bei 97%. Aber das schreibt mal in den Chat, wie ihr es fandet. Ob ihr es cool fandet oder scheiße fandet. Das würde mich interessieren. Ich fand es funny. Also, ich auch. Aber ich weiß nicht, wie funny das ist, wenn man die Liste nicht sieht. So. Weißt du, dann sieht man mir halt dazu, wie ich ein Word-Dokument durchscroller also, oder ein was PDF. Wenn man was nicht sieht. Ich leuchte sicher nur die Bobbe, aber die sehen nicht, was ich lese. Nee, das nicht, aber deshalb solltest du einen zweiten Twitch-Kanal haben, weil dann können die Leute beides sehen. Dann ja, gibt es nämlich so Webseiten, wo man die Möglichkeit hat, zwei Twitch-Streams nebeneinander zu betrachten. Okay. Und dein Kamerabild ist verzogen. Naja. Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir mal für heute langsam Ende, weil ich wirklich noch Hunger habe. Du musst noch ein bisschen Pimmel schauen, Reini. Ja, das auch. So, wir kommen zum Ende. Ich verabschiede mich. Macht's gut. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sowohl die Demütigung als auch das Entschärfen.
Mir auch. Leute, schön. Das war schön mit euch. Vielen Dank. Das hat wirklich viel Spaß gemacht. Ich werde mal gucken, dass ich weiß ich nicht, dort aufsetze, dass ich Overwatch streamen kann. Wenn ihr Bock habt, mir beim Overwatch Stream zuzuschauen. Mein Name bei Overwatch oder bei Twitch ist Irrlicht. Aber das ist nicht der Kanalname, das ist mein Name. Findet man den Kanal darüber? Habe ich einen Kanal ja, rein? Ja, du hast nicht. Einen Kanal. Ruf mich morgen mal an und dann machen wir das morgen. Okay. Oder am Wochenende. Schreib, mal, so. Schreib doch mal mein Dings da rein, Reinhard, ja. In den Chat. Schreib mal meinen Namen. I-R-R, also I groß. Warum schreibst du das nicht selber? Ich kann also, nicht. I-R-R. L-Y-C-H-T. Ja. Das 2405. 2405. Okay. So. Dann, die Outro-Musik. Fuck, die hätte ich mir noch schön auf eine Taste legen können. Das habe ich natürlich nicht getan. Irrlicht 2405. Das könnt ihr mal machen. Das war schön mit euch. Outro? Wir haben ein Outro? Nein, wir haben kein Outro. Also, ja, wir haben ja beim Podcast ein Outro. Aber jetzt leider nicht hier. Meine Lieben, das ist lustig, wie gut die Kamera drin ist. Hier ist dunkel wie im Nonnenarsch gerade in meinem Zimmer. Ja, bei aber, mir auch. Hier ist auch scheiße dunkel. Ich habe nur so ein Ringlicht um die Kamera. Aber ich habe gar nichts. Ich weiß gar nicht, wie die Kamera das macht. Ich bin ja taghell. Du hast ja noch so eine gute Logitech bekommen aus der Prä-Corona-Zeit. Bevor, das ist die Prä-Corona-Logitech. Ja, ich hätte ja auch gerne die Logitech Streamcam, aber die kostet, glaube ich, aktuell 280 Euro, weil man die nirgendwo bekommt. Oh, wow. Und ordentliche Beleuchtung habe ich noch nicht, weil Thomann nicht liefert. Naja, wir sollten jetzt aber auch Ende machen, weil ich muss echt essen gehen. Reini muss jetzt ganz dringend eine richtig lange, schön durchgebratene Krakauer leerlutschen. Ja, da freut er sich schon drauf. Mit Käsefüllung. Käse, genau. So. Das war wieder sehr schön mit euch. Wir haben das Niveau zum Ende dann nochmal so richtig tief gedrückt. Ich küsse euch und gebe euch allen eine arabische Brille. Reini, kann man sich die Scheiße hier nachträglich nur angucken? Ja, ja, das ist 2 Wochen, glaube ich, auf meinem Twitch-Kanal und ich kann es auch später nochmal bei YouTube hochladen. Das hast du beim letzten Dings auch schon gesagt und nie gemacht, du. Doch, habe ich. Das ist online. Bei YouTube? Ja. Ach so. Ja, gut. Das hast du gut gemacht. Sehr gut. Bin stolz auf dich. Tschüss.